Hallihallo und herzlich willkommen bei Midi Paradise TV zu einem neuen Livestream hier bei uns auf dem Twitch-Kanal und natürlich später im Real Life bei unserem YouTube-Account. Hallihallo, geil, heute Abend ist mal was richtig bei uns los thematisch und ich begrüße zu meiner von euch aus rechten, von mir linken Seite den Florian in der goldenen Mitte und als Special Guest habe ich heute Abend am Start mit richtig viel Expertise Tristan. Auch mit seinem eigenen YouTube-Account sogar Tristans Tabletop Talk. Hi Tristan. Moin, moin, schön, dass ich da sein darf. Ja, auf jeden Fall. Ja, also könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinschauen. Der Kollege macht auch sehr viel Hobby-Report und deutschsprachiger AOS-Content ist ja Mangelware. Daher ist es immer schön, wenn es jemanden gibt. Und Tristan gibt auch ordentlich Gas. Nicht mit Battle Reports, aber dafür mit allen möglichen Content rund um das Hobby, um die Turniere, um seine eigenen Projekte, die er macht und alles so an Talks, vor allen Dingen auch mit bekannten deutschen Spielern, auch in der Nationalmannschaft. Also gerne mal reinschauen. Da ist auch ordentlich was los. Gibt viel Content sogar von ihm. Danke. Wir haben heute mega geiles Thema. Also drei mega geile Themen. Einmal wollen wir AOS 4.0 aufgreifen als erstes, den Teaser, das Teaser-Video. Dann wollen wir gerne einmal über das Ticket-Verkaufsticket-Datum sprechen vom Raccoon Rumble 2024. Jedenfalls das Datum hier freigeben. Den richtigen Raccoon Rumble Stream gibt es noch dazu, sowie ein Gewinnspiel. Das erkläre ich später dazu nochmal. Und dann zu guter Letzt vielleicht dann der spannendste Teil, natürlich zweitspannendste nach dem Ticketdatum, AOS Tierlist. Da wollen wir gemeinsam mit euch hier arbeiten. Wir werden so gut wir können fachsimpeln und vielleicht von euch die eine oder andere Meinung natürlich mit zur Kenntnis nehmen, sodass wir da mal gemeinschaftlich eine sehr coole AOS, vor allen Dingen Dach-Community-Tierlist erstellen. Also wir wollen weniger auf die nationalen Sachen gucken, sondern auf unsere persönlichen Einschätzungen aus unseren lokalen Turnieren. Weil das natürlich auch viel aussagekräftiger ist, weil die Meta und die Listen, die gespielt werden, sind einfach auch unterschiedlich international. Und da wollen wir ein bisschen auf das gucken, was wir bei uns so kennen, was bei uns gespielt wird, so dass ihr da eine gute Vorstellung von habt, was so abgeht. Also sehr, sehr spannende Themen. Chat, wenn ihr beim Teaser-Video erst Sigmar-Lied wie Deutsch das Lied gelesen habt, ja, können wir ja machen, ist witzig. Hi Rex Miniatures, Tristan, mein Freund, jawohl. Grüße gehen an Dortmund raus, aus Lübeck raus, an Hannover auf jeden Fall, habe ich schon gelesen. Also richtig cool, dass wir heute ein bisschen vielleicht auch Stimmung hier reinkriegen. Ich muss mal kurz nochmal für mich eine Zusammenfassung. Also Florian kennt ihr ja, Florian auch von uns, von Mini Paradise und wir fahren ja auch immer mit den Lollipops rum. Tristan, du kannst ja auch nochmal gerne was auch noch zu dir fern des YouTube-Kanals auch noch ein bisschen. Vielleicht mal zwei Sätze zu dir nochmal sagen, wo du herkommst und was dich ins Hobby so gebracht hat. Jawohl. Ja, Tristan, von Tristans Tabletop Talk. Ich bin jetzt so seit 2,5 Jahren dabei im Age of Sigmar Hobby, spiele aber Tabletop schon seit über 10 Jahren, also ja, weit über 10 Jahren auch kompetitiv. Vorher im Herr der Ringe-Bereich und in 40k habe ich auch mal kurz reingeschnuppert und bin dann ins Age of Sigmar tatsächlich durch die Herren hier hinter der Kamera gestoßen, also von Mini Paradise. Das waren so die Vorreiter ja auch mit Vlogs tatsächlich, Turnier-Vlogs. Immer in dem Sternmobil ging es dann auf Turniere und da wurden noch Wetten abgeschlossen. Der mit den wenigsten Siegen musste dann die Nuggets zahlen. Ja, fand das alles sehr cool. Bin dann so vor ja, knapp 2,5 Jahren in die Age of Sigmar-Szene eingetaucht. Und eigentlich war geplant, dass das einfach nur so ein Nebenhobby, neben Herr der Ringe ist, wo ich einfach auch wieder so Spaß am Spielen habe. Einfach Würfel schmeißen, weil ich keine Ahnung von den Regeln habe. Aber ja, ich bin einfach so der Typ, wenn mir etwas gefällt, dann möchte ich da drin auch gut werden. Und so habe ich mich dann immer mehr reingefuchst und durfte letztes Jahr auch an den Worlds teilnehmen, also in der Nationalmannschaft von Age of Sigmar und bin da jetzt auch gerade wieder im Bewerbungsverfahren und ja, ansonsten liebe ich es einfach zu connecten, auf Turniere zu fahren, alte, neue Gesichter zu sehen, Bemalung und sowas finde ich auch super spannend und ja, Voll und sonst. ganz im Hobby drinne, der Tristan. Voll und ganz in der Welt von Age of Sigmar gefangen. Und ich glaube, so geht es Genau. dem einen oder anderen hier, gerade Flo und ich. Wir haben gestern Abend auch wieder ein kleines Spielchen gemacht. Also ich glaube, der Austausch in und um das Hobby ist tja, wahrscheinlich 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche. Und
So weiter. Also sehr, sehr schön. Dann machen wir eine kleine Überleitung. Ihr zwei, ihr habt ja auch schon sehr viel Erfahrung, deswegen ist das auch heute ein sehr, sehr passendes Instrument. Und der Flo ist ja auch eh so ein kleiner Lore-Meister. Daher wird es jetzt ganz witzig. Und zwar ist ja das Spiel war super mit den DUK-Sondling, lief einwandfrei. Ich glaube, 3 Runden haben wir gespielt, Flo, ne? Da war schon alles vom Feld runtergelascht. Also das war heftig. Erste Das ist Mal eine Frage der DUK. Perspektive, wie super das lief, ja. Gucken wir mal rein. AOS 4.0, der Teaser ist ja für August, Juli, Entschuldigung, Juli dieses Jahr geplant. Neue Edition, das bedeutet krass, also alle, die jetzt auch überlegen, nochmal mit dem Hobby einzusteigen, Age of Sigmar kennenzulernen, auch vielleicht für die, die wirklich mal rüber gucken wollen aus anderen Spielsystemen. Age of Sigmar, die dritte Edition endet, wir sind auf der Zielgeraden und 4.0 werden. Naja, einfach alle Karten neu gemischt. Da wird alles wieder auf Null gesetzt. Grundregeln werden neu geschrieben. Da wird alles, was man jetzt kannte, neu gemacht. Der Einstieg lohnt sich natürlich. Trotzdem jetzt lohnt sich immer grundsätzlich. Aber nochmal vom Gefühl her, so, ne, da wird einfach alles, was wir jetzt kennen, immer neu aufgemischt. Der Umstieg von 2 auf 3, der war gigantisch. Ne? Da hat sich so viel geändert. Das Spielerlebnis ist ein ganz anderes. Und erwartungsgemäß wird uns das, glaube ich, auch in der vierten Edition. Ja, bevorstehen. Da gibt es ja schon die lustigsten Gerüchte oder Leaks. Ich glaube denen immer nicht. Es gibt ja immer lustige Leaks überall und die stimmen immer nie. Gerade immer in so einem Battlescroll-Update, was immer so kommt. Also da darf man natürlich auch nicht so viel reininterpretieren, aufsaugen, mitnehmen und drauf freuen. Und dann kommt es eh so, wie es kommt. So, also, A Storm is Brewing in the Mortal Realms. Two Dawnbreaker Crusades vom Hammerhall. Also, wir sehen Hammerhall hier im Hintergrund. Und ja, Stärke Sigmas ist on hold in Mortal Realms. So, wir haben also etwas Spannendes. Und zwar ein Teaser-Video, das 20 Sekunden dauert, wo man ehrlicherweise nichts sieht, außer Hammerhall im Hintergrund mit den großen Statuen und der Stadt. Und auf einmal kommt Sigmas Lied, Sigma Light im Text und das war's. Das war's. Und unten drunter steht jetzt noch als Info: The God King Sigma Light. Everything has a price. Und mehr dazu wird nochmal am 20. März, also heute in einer Woche, revealed. Also Sigma Light bedeutet also, Sigma hat gelogen. Und das ist natürlich sehr spannend. Und wenn wir nochmal kurz auf die Lore nochmal kurz zurückkommen, also nur mal ein Kurzausblick, Stormcast Eternal sind die Elite-Garde vom Sigma selber, und zwar gefallene Krieger aus dem Zeitalter und die neu erschaffen wurden aus diesem Amboss, ne, von dem Zwergen Lord, und da wird quasi der Körper des Menschen mit den es nicht mehr gibt, die Seele wird mit dem neuen Körper gesteckt und neu geformt, und das ist der Stormcast Eternal, der dann aufsteht und er verspricht dadurch unendliches Leben, ne? Kann immer wieder neu geschmiedet werden und verliert immer einen Teil seiner Seele und seiner Erinnerung. Und jetzt kommt der Punkt, wo wir kurz interpretieren oder mal drüber diskutieren können. Also, wenn man jetzt also sieht, The God King Light, Everything has a price. Das gibt's ja, kann man Theorien entwickeln. So eine, die ich mir unter der Dusche gemacht habe, als ich das gesehen habe danach, also als ich nach in der Dusche stand, ist. Ja, also wahrscheinlich kann man doch nicht unendlich mal neu geschmiedet werden, beispielsweise. Und irgendwann ist dann vielleicht die Seele beispielsweise doch weg, alles zerbrochen. Und irgendwann funktioniert das eben doch nicht mehr, das Wiederauferstehen. Und da gibt es ja Gerüchte auch oder Ideen, dass man sagt, das ist jetzt die letzte Kammer von den Stormcast Internals, die da offenbart wird. Und zwar die eben schon gebrochen sind, ne? Die quasi nicht mehr neu geschmiedet werden können, die das letzte Mal da sind, die Elite erfahrensten der erfahrensten Sigmas. Das ist so das, was man jetzt irgendwie aus der Lore man irgendwie mal zusammenknüpfen kann. In meinem Kopf, habt ihr da andere Ideen noch, die da mit drin stecken können? Ich lasse mal den Flo den Vortritt. Nee, glaub, das wird schon auch in die Richtung gehen. Also ich weiß nicht, ob die dann nicht mehr neu geschmiedet, aber es ist ja dann in der Lore so, dass die bei jeder Neuschmiedung im Prinzip immer mehr ihrer Seele und ihrer Erinnerung verlieren, wie du schon gesagt hast, und dadurch eigentlich immer mehr an Menschlichkeit einbüßen und eigentlich zu dem werden, was eigentlich nicht mehr Sigma verkörpert. Und wir haben ja in den Dawnbringers Büchern schon Ionus zuletzt ge gesehen.
Und Ionos ist ja so ein Charakter, der im Prinzip diese ganzen gefallenen Stormcasts, sage ich mal, einsammelt und in so einem Heer vereint. Und ich kann mir vorstellen, dass es da irgendwie in die Richtung geht. Also, dass du, wir hatten ja die Tage schon mal drüber gesprochen, also in Anführungsstrichen böse Stormcast. Das würde ich jetzt, so weit würde ich nicht gehen, dass das jetzt eine neue Faction wird, aber tatsächlich irgendwie halt irgendwie nochmal deutlich grausamere und was weiß ich was für welche, ne? Genau. Ja, ist, wenn man im Video ja guckt, man sieht natürlich nicht viel, aber was man sieht, ist, dass der Boden bebt, sag ich mal, auch bevor der Blitz von Sigma, sag ich mal, da einschlägt. Kann man jetzt ja natürlich auch daraus deuten, dass die Gegner der Stormcast, sag ich mal, nochmal was Großes auf die Platte bekommen. Welche Fraktion das jetzt sein mag, sei mal dahingestellt. Aber es muss ja eigentlich schon was Riesiges sein, denn sonst würde ja nicht der Boden beben, sag ich mal. Weil für mich sieht es so aus, als wenn sich da etwas darauf zubewegt und ja, die Erde zum Beben bringt. Also wer weiß, was wir da noch zu sehen bekommen. Das ist auf jeden Fall sehr spannend und ich glaube, was ja auch ein bisschen geleakt ist, oder es gibt ja Bilder, die mit kursieren mit neuen Skaven-Modellen. Auch glaube ich, Honest Wargame hat ja schon so eine Theorie abgegeben, welche neuen Skaven-Models rauskommen. Und ich glaube, die Grundbox soll ja auch Stormcast Eternal sein mit Skaven, also eine neue Model-Range von Skaven, jedenfalls Gerüchten zufolge. Und tja, das wird natürlich dann ganz spannend, also ob dann auch wirklich das neue Chamber, also die neue letzte Kammer, da dann in der Grundbox mit drin ist und mit den neuen Skaven-Models. Das wäre natürlich ultra nice, aus meiner persönlichen Sicht. Aber ich mag diese Art und Weise, wie man jetzt auch das Video raushaut und man eigentlich so viel Interpretationsspielraum hat. Ich fühle mich gerade so wie im Deutschen, ich fühle, als man irgend so ein Literaturbuch gelesen hat und soll den Text interpretieren. Ne? Also, irgendwie auch sehr, sehr spannend. Also gefällt mir sehr gut. Und nächste Woche, am 20. März, können wir quasi ein Big Reveal sehen auf der Adepticon 2024. Tja, das wird genau ja, nächste Woche Mittwoch stattfinden. 8 p.m. Local Time. Das bedeutet, wenn sich, ist das, die Adepticon ist wo? Amerika ist Adepticon Okay, eigentlich, oder? richtig, ja. Oh, das heißt, sie findet bei uns, ach, hier steht es für alle Bilder unten drunter. Cool, ne? Also um 4 Uhr morgens stattfinden. Also, Das. ja, können wir live gucken dann. Ja. Genau, ja, das ist auch cool, was Kakadu schreibt. Ähnlich wie bei Vermintide, ne? Horde Rattenoger. Das wäre auch sehr, sehr interessant. Also wäre auch cool, wenn es irgendwie viele, viele Models irgendwie auch neu. Was ich die Ecolites zum Beispiel, die Skaven Ecolites, kostet glaube ich ein Modell immer noch 9,99 €, falls man sie überhaupt noch kaufen kann, diese Metallblister. Also da ist noch sehr viel Spielraum. Und ich hatte irgendwann mal gehört, dass hier dieses ganze Resin und Metall weg soll, alles auf Plastik. Und da würde natürlich da einiges für sprechen. Ich glaube auch Waffenteams sind auch noch alle alt. Skaven allgemein wäre natürlich super, ne? Weil da wird es auch mal Zeit, dass da neue Modelle kommen. Man dachte ja schon viel früher, eigentlich glaube ich auch schon Anfang des Jahres beziehungsweise Ende letzten Jahres, dass die Skaven da mal was Neues bekommen. Und das ist ja jetzt nicht so aufgetreten. Ich meine, ob wir den 500. Stormcast-Helden brauchen, ich weiß es jetzt nicht. Doch, den braucht man alles. Aber jedes neue Modell ist ein Plus, ja. Ja, das stimmt. Aktuell gibt es ja viele Warbands. Ne? Jetzt haben wir jetzt auch schon diesen Bone Reaper Hund gesehen. Es gibt ja echt viele, viele Warbands, die irgendwie das Spiel so reinkommen und dadurch auch irgendwie ein paar mehr so namenhafter Charaktere so in dem Universum. Das ist ja das, was auch immer so ein bisschen gefehlt hat. Irgendwie gab ja kaum Named Models mehr in vielen Fraktionen. Das hat ja wirklich so ganz schön gefehlt und zum Glück kommt das jetzt auch mal wieder rein, dass man irgendwelche coolen, namhaften Charaktere auch in den Factions hat. Das finde ich auf jeden Fall schon mal cool. Das wäre auch ein Änderungswunsch. Also ich finde das immer geil, jetzt auf Fantasy nochmal kurz rückguckt, dass man immer viele, klar gab es einen General des Imperiums beispielsweise, aber es gab auch namenhafte, ne, die einfach irgendwie noch spezielle Fähigkeiten hatten, die man irgendwie auch mal so einen Charakternamen dazu in Verbindung hatte. Ne? An irgendwie Computerspiele hat man sich auch immer an großen Helden daran orientiert und das hat immer beim Spiel so ein bisschen gefehlt. Ist cool, dass du einen Lord Celestant und Star Drake hast, aber es wäre cooler, wenn das irgendein richtig cooler, namenhafter Typ wäre, der drauf sitzt mal als Beispiel. Ne? Dann hat man da irgendwie eine Verbindung zu. Ne? Also Gotrek spielt ja auch jeder. Hat vielleicht andere Gründe, aber
Naja. Na, Colin, die ist, die habe ich extra vorher geraucht, damit ich jetzt voll und ganz hier bin. Aber sonst wäre das Kamerabild auch benebelt, ne? So, für Detektion Index, Gendo, ja, cooler Hinweis. Ich persönlich glaube, ja. Ich persönlich glaube daran, dass die Battletomes aus der dritten Edition gecuttet sind. Dass alle Fähigkeiten aus der dritten Edition sind und bleiben und dann quasi archiviert werden. Hab keine Belege, hab keine, ist meine persönliche gefühlsmäßige Einschätzung, auch vielleicht durch andere Rees wie bei 40k. Ich glaube einfach, dass das null gesetzt wird, AOS 4.0, neue Grundlagen, ganz neue Basics, ganz anderer Spielablauf und dass eben deswegen die Treuefähigkeiten, die man kannte, vielleicht dann eben nicht mehr zum Spielsystem passen, wie es funktioniert. Und anstatt das umzuschreiben, werden, glaube ich, dann so PDF-Indexe mit released und nach wieder die Battletomes released. Ja. Ja, was ich da nur hoffe, ist, dass es halt so bleibt, dass es schon noch individuell bleibt. Also, dass es jetzt nicht zu genormt wird, sage ich mal. Bei 40k gab es mal so eine Phase, da gab es zwei, drei Armeen, die hatten zum Beispiel Exploding Sixes, so nach dem Motto. Und dann gab es die neue Edition und plötzlich war das so das Go-To-Gadget für jede Armee. Und dann fehlt einem so ein bisschen die Individualität. Das hatte ich quasi, was war nochmal die Edition vor der aktuellen hier? Mit den kleinen Helden. Die Veterans, oder? Gelatory Veterans und Champions? Ja, genau. Und da haben die ja auch so Fähigkeiten gekriegt wie dreimal All-Out-Attack ausgeben. Ja. Da hatte ich am Anfang der Edition auch richtig Sorge, weil das ja eigentlich so das Iron Jaws-Ding war. Ja. Dann dachte ich mir, wenn du doch sowas spielen willst, dann hol dir die Iron Jaws und zock die. Und wieso kann das jetzt auch der Git-Spieler und der Stormcast-Spieler? Aber zum Glück war es ja trotzdem so facettenreich, dass das nicht so eingetroffen ist, wie ich es erwartet hatte. Aber ich mag es halt, wenn es individuell bleibt, von Armee zu Armee. Genau, also das ist natürlich das Balancing immer schwerer, aber trotzdem kommt dann immer mal so ein Schere-Stein-Papier-Prinzip immer wieder auf und das ist auch gut so. Das tut dem Spiel auch einfach gut und das sollte auch hoffentlich so bleiben. Das sind Best Wishes auf jeden Fall für die Edition. Zusätzlich war auch, ich glaube, letztes vor anderthalb Jahren dieser Schritt, Seasons immer halbjährig zu machen. Ne? Eine Grottenentscheidung. Weil das war einfach zu viel. Ne? Da konnte, also ich als Turnierspieler, ich bin nicht mal ein Turnierspieler, ein richtiger, ich kam mir schon nicht hinterher. Und das war natürlich für Casual-Spiel absoluter Müll. Jetzt haben sie es wieder auf Jahresweise gemacht und über Blizzard, der eine gefällt, der andere nicht. Ne? Man kann immer über alles gut diskutieren, ist immer schwierig, auch immer neue Sachen zu finden. Ne? Wichtig ist aber, ja, deswegen den Punkt möchte ich mit unterstreichen, Faction, individuellen Sachen sollen individuell sein. Ne? Ein Fact sollte nicht das gleiche können wie DOK. Oder es sollte einen Pool aus vier Fähigkeiten geben, die sind so verteilt. Das wäre geil, wenn das wieder funktioniert, dass jede Armee irgendwas hat, was sie auszeichnet. Ja. Ja, und ich finde auch wichtig, was du sagst, dass das GW halt nicht aus den Augen verliert, dass der normale Hobbyist nicht jedes Wochenende auf ein Turnier fährt und drei Spiele in der Woche spielt. Und klar, so jetzt für jemanden wie mich, der gerade auch im letzten Jahr gefühlt nur AOS gezockt hat und das so wirklich als Kernhobby hatte. Für so eine Person war das natürlich richtig geil, dass nach einem halben Jahr sich wieder was geändert hat. Aber ich habe auch mit anderen Clubkollegen gesprochen oder sag mal auch der normale Familienvater, der jetzt einmal alle zwei Wochen spielt, der kam halt gar nicht klar. Ne? Und das entfernt dann so Leute auch wieder vom Hobby, weil die sagen, ey, das ist alles so schnelllebig, ich komme gar nicht mehr hinterher und das ist ja einfach schade. Ja. Dann verlierst du auch sehr viel und das darf man halt eben nicht machen. Ne? Das Hobby ist für alle, auch die, die halt sechs Spiele in der Woche machen und halt die einmal im Monat spielen. Ne? Und man muss alle da irgendwie wie abholen. Ne? Also da ist das auch trotzdem schwierig. Okay, da können wir irgendwann mal zusätzlich für uns eine Wishlist erstellen, die wir mal diskutieren. Können wir auch mal ein paar Umfragen aus der Community mal machen. Auch mal bei Instagram einfach mal so, was wünscht ihr euch für die Edition, können wir mal gerne machen. Und dann sammeln wir das einfach mal alle Ideen und Vorschläge. Und dann diskutieren wir das nochmal gerne im nächsten Livestream, wenn ein paar mehr auch Infos vielleicht jetzt mal geleakt sind. Also nach dem Big Reveal, vielleicht haben wir da ein paar coole Infos, dann setzen wir mal direkt einen Stream danach an und diskutieren mal. Deswegen auch Sonntag nochmal in den Kalender eintragen, 11 Uhr, Manu gegen mich, Sonntag 11 Uhr auf Twitch. Richtig geil.
Mournfang-Pack-Liste gegen, was fiel mir wieder was, also gegen Nighthaunt, also super geil. Wild, wild. Ja, das wird Ich ein springe einmal Gesch kurz rein, weil ich es gerade gelesen habe im Chat. Paul, wenn du so dringend ins Bett musst, kann ich dir das gleich auch noch privat schreiben Wir dann. kommen, das war aber eine super Übergabe, Überleitung. Wollte ich wirklich? Wir sind soweit durch. Mach mir kurz einen kleinen Teaser. Sonntling, schreib dir die Fragen auf. Du hast viel hier reingeballert, die brauchen wir alle. Genau das können wir nämlich dann mal sehr gerne im Detail diskutieren. Also ganz wichtig, heute ist nicht der offizielle Rock'n'Rumble-Spiel, heute ist nur, dass wir, weil wir ein bisschen im Verzug sind und wir sind schon lange drüber gewesen. Deswegen wollen wir einfach nur kurz das Datum heute veröffentlichen. Wir machen nochmal einen separaten Rock'n'Rumble-Stream mit der Auflösung dann auch von uns im Gewinnspiel. Das Gewinnspiel startet die Tage. Wir verlosen ein Ticket und es können alle mitmachen. Und der Gewinner darf sich aussuchen, ob das Ticket für AOS oder für 40K will. Die mehrere Infos dazu folgen dann, werden wir nochmal genauer beschreiben, wie das Gewinnspiel funktioniert und wie ihr teilnimmt. Gut ist auf jeden Fall, auf Instagram Games Island zu folgen, Mini Paradise TV zu folgen. Und was ich jetzt schon verraten darf, kann ich jetzt schon sagen, ist natürlich Abonnenten bei Twitch und kriegen natürlich eine doppelte Chance. Also kann ich das schon mal benennen für euch. Das Gewinnspiel startet in ein paar Tagen. Alle Infos dazu werden nochmal rausgehauen. Und das läuft bis zu einem Tag, bevor der Verkauf startet. Also werden wir quasi einen Tag, bevor der Verkaufstermin startet, dann den Gewinner releasen. So, jetzt ganz wichtig, Zettel und Stifte rausholen. Wir haben zwei unterschiedliche Starttermine. Nämlich einmal starten wir den AOS-Verkauf der Tickets und die Links auf T3 sind auch schon da. Also wir haben die Events schon auf T3 erstellt. Vielen Dank, Rainbird. Könnt ihr euch schon mal auch gerne vorab merken. Das nächste, was dann auch passiert wird, für all die es auch niemals vergessen wollen, die Tickets werden dann auch schon in den Shop etabliert in den nächsten Tagen. Das heißt, ihr könnt euch auch da nochmal irgendwie per E-Mail benachrichtigen lassen oder so oder eine Glocke aktivieren. Ich weiß nicht, wie das in so einem Shop heißt. Irgendwie so. Und Oh, Leute, macht das. Ich weiß noch ganz genau, im letzten Jahr war ich auf dem Turnier und da hat der Paddy vom Mini Paradise, Power Paddy, mir geschrieben: Tristan, hör mal, du musst dir ein Ticket bestellen, sonst sind die gleich weg. Da habe ich gesagt: Hör mal, ich sitze gerade im Auto und fahre vom Turnier nach Hause. Bestell du mir das bitte und ich schicke dir dann das Geld. Und er hat es gemacht. Und hätte ich das nicht gemacht, da hätte ich auch keins gekriegt. Also glaubt mir, die Dinger gehen weg wie warme Semmeln. Hatten wir am letzten Mal nicht so eingeschätzt, deswegen kann ich das immer schwer sagen. Haben mich sehr viel gefragt, wie schnell man das kaufen muss. Kann ich nicht mehr sagen. Also ich bin da völlig. Ich habe da keine Meinung mehr zu, wie schnell. Also wenn man es haben will, würde ich jetzt die Empfehlung aussprechen, dann kauft es euch einfach, weil so schnell ihr könnt. Ich glaube, vielleicht ärgert man mich dann doch, falls man es irgendwie nicht schnell genug gemacht hat. Also den Hinweis kann ich auf jeden Fall jetzt mittlerweile geben, weil beim letzten Mal konnten wir es auch nicht einschätzen und haben gedacht, naja, vielleicht kriegen wir es ja in den ersten 4 Wochen weg und da war, glaube ich, AOS nach 22 Stunden ausverkauft und 40K nach 42 oder so. Also es ging dann doch ratzfatz. Wir haben aber jetzt 200 Tickets pro System. Wir haben jetzt ein bisschen erhöht, haben nochmal alles abgecheckt. Also wir sind auf jeden Fall 200. Wie viel waren es letztes Mal nochmal? Ich glaube, pro System 176. Okay. Und wir haben jetzt, glaube ich, 24 pro System mehr, sind 12 Tische mehr, also 24 in Summe in der Halle. Das Cool. passt. Gut, also wie gesagt, ne, separaten Raccoon Rumble Stream machen wir die Tage noch, laden natürlich an alle wichtigen Personen ein, also Marco selber, Eloy, ich und ich glaube Manu auch. Also werden wir nochmal ein bisschen über 23 sprechen und dann auch über 24, was sehr geil wird und ein paar Neuigkeiten werden wir da raushauen. Jetzt erstmal für euch zum Mitschreiben. Das erste Termin für die AOS-Interessierten, was ihr euch aufschreiben könnt, ist der 30.3. Das bedeutet, das ist der Samstag in 2 Wochen. Und um 15 Uhr. Um 15 Uhr, sagen wir haben auch viele Internationale, die uns jetzt immer geschrieben haben. Und deswegen muss ich jetzt ja die
lokale deutsche Zeit damit dazu schreiben, wann es bei uns ist. Also 15 Uhr GMT plus 1. Für alle die, die sonst natürlich von irgendwo anders kommen, haben natürlich eine Zeitverschiebung. 15 Uhr startet der AOS-Ticketverkauf am 30. März 2024. Das gleiche gilt auch für 40K. Das werden wir auch nochmal auf allen Plattformen dann auch teilen, weil ich glaube, dass die Zuschauerzahl bei uns immer AOS-lastiger ist natürlich als 40K. Dennoch will ich das auch hier mit erwähnen. Könnt ihr auch gerne euren Kumpels, packt die alle ein, gebt dann euren Verein, informiert alle. Auch 40K, da war ich erstmal selber Mitveranstalter von einem 40K-Event und ich fand auch da, ist ein Mega-Event, Stimmung war sehr geil und das möchte ich nur dazu an dieser Stelle erwähnen. Daher, 40K-Interessierte, ist genau eine Woche später, der 6. April, auch um 15 Uhr, also eine Woche später, wir haben eine Woche Versatz, wir wollen sicherstellen, dass die Server das aushalten. Und daher, eine Woche Versatz. Gut, die könnt ihr euch gerne notieren, mitschreiben, kommunizieren, teilen. Ist notiert. Genau, das 40K-Datum, oder? Ja, klar, jetzt 40K. Wenn du bei AOS keins mehr kriegst, dann kannst du bei 40K mitspielen. Doch super. Ah, immer nicht. Gute Nachttricks. Gut, okay, sehr gut, alle abgeschrieben, perfekt. Dann kommen wir zu dem sehr spannenden Thema des heutigen Abends. Und zwar, das wird dann noch kommuniziert, Blackjack. Zur Tierlist. So, ich mache mal hier mal kurz einen Bildcheck. Und wenn wir mal gucken, könnt ihr das alle gut sehen? Ich glaube, das sieht gut aus, oder? So. Gut Wir gehen aus. das von hinten nach vorne dann mal der Reihe nach durch. Und zwar wollen wir hier eine Einschätzung machen, wie, falls Sie das noch nicht kennen, was eine Tierlist ist. Tierlist ist eine Einschätzung einer Faction aufgrund von ja, der Meta, wie eine Art Meta-Einschätzung. Und normalerweise spricht man in einer Meta-Einschätzung wie vor dem klassischen Modell, wie man so eine ABC-Analyse auch kennt. Ich glaube, Meta übersetzt bedeutet auch, glaube ich, warte, das habe ich mir irgendwo mal aufgeschrieben. Da gibt es, ich weiß es doch nicht mehr. Könnte ich mal schnell googeln, aber ich glaube, das steht für. Nee. Na, irgendein also im Chat weiß es bestimmt noch schneller als ich. Translation. Gut vorbereitet auf dieses Ding. Nee, finde ich. Oh, Sonnling schreibt gerade, unsere Bilder sind weg. Wie, unsere Bilder sind weg. Im Stream. Okay, ja, jetzt wieder da, glaube ich. Ja, danke. Sorry für den Hinweis. Gut, vergiss das mit dem Meter. Ich habe es auch gerade irgendwie nicht schon mit dem Handy gefunden. Jetzt deswegen waren die Bilder, glaube ich, weg. Auf jeden Fall geht es um. Was wir am Meter verstehen. Genau. Also ABC bedeutet, also A, Tier ist immer quasi das oberste Bracket, ne? Also die A-Sachen, also die besten, B, das mittelmäßige, C. Ist immer das unterste, gerankteste in der ABC-Analyse. Wir haben jetzt eine neue Kategorie noch dazu, und die nennt sich Tristan, einen super genialen Einfall. Wir haben sie jetzt einfach Schmutz genannt. Vorher hieß es Update needed oder so, aber quasi die, die jetzt sogar aus der Wertung rausfallen, weil sie einfach nicht mehr reinpassen in das aktuelle Metabild. Und dann gibt Tatsächlich es. glaube ich, haben wir aber nur eine Armee, die dort landen wird. Glaube ich auch, aber das ist sehr spannend, dass du auch den Hinweis hast. Ja. Zu guter Letzt gibt es eben noch irgendwas, falls etwas aus der Reihe tanzt. Und da gibt es eben noch das S-Tier, das Supertier. Das ist quasi ja eigentlich was drüber ist in gewisser Form oder einfach zu gut ist, um mit anderen aus den Kategorien zu konkurrieren. So viel dazu. Und wovon machen wir es abhängig? A, wie spielt sich das? B, wie gut kann man damit scoren? Beispielsweise, ne? Wie gut einfach sind Battle Tactics für die Armee? Wie spielt sie sich sonst so gut? Oder wie gute Matchups hat man? Beispielsweise hat man jetzt eine Armee, wo man sagt, okay, ich habe sehr viele gute und auch sehr viele schlechte, wie es im klassischen Schere, Stein, Papier-Prinzip, wo alles 50-50 verteilt ist, dann hat man natürlich nicht gegen sehr viele Armeen, also im Durchschnitt sehr einfach. Und das ist natürlich bei so einer Berechnung auch sehr wichtig. Ne? Jemand, der B-Tier ist, heißt nicht A-Tier ist, kann nicht gegen alles leicht gewinnen, beispielsweise. Gewinnt gegen alles in der Regel leichter als eine C-Tier-Armee. So ungefähr. Zum Verständnis. Darf ich noch kurz einwerfen? Klar. Supi. Denn Leute, es ist auch immer ganz wichtig,
in so einem Meta-Talk gibt es auch Armeen, die sind dann gegen die anderen Meta-Armeen besser zum Beispiel, würden aber gegen, ich sag jetzt mal, gegen eine Armee aus dem C-Tier nicht so gut performen, aber weil du einfach von deinem spielerischen Level oder so vielleicht nicht so oft auf diese Armee triffst, performst du dann gut mit dieser Armee. Also dieses Thema ist sehr, sehr komplex und man kann natürlich jetzt in diesem Rahmen nur gewisse Parameter abstecken. Deswegen, das ist auch hier alles unsere Meinung. Ich mache mal den Teaser vorher. Ne? Da Jeder kommen hat auch 2 € eine ins Phrasenschwein, ja. andere. Genau, jeder hat eine andere Meinung, jeder hat andere Erfahrungen und wir teilen euch einfach unsere mit. Genauso ist es. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Einschätzungen, unterschiedliche Meinungen. Und wir versuchen das unabhängig von den spielerischen Fähigkeiten zu bewerten, sondern ganz von allgemeinen Armeefähigkeiten, von den Listen, die man auch aktuell sieht und natürlich auch den Ergebnissen, die man kennt. Das sagt ja auch immer schon noch viel über eine Armee aus. Und was wir natürlich auch fernab lassen sollten, Flo, du darfst natürlich jetzt nicht deine Lieblingsarmee als S-Tier setzen, ne? Also. Ich Komisch, die Lieblingsarmeen vom Flo sind aber, glaube ich, immer ganz gut in der Meta. weiß Ja. ja. Aber davon abgesehen finde ich, wir haben ja aktuell, es hat ja auch das Bild bei GW jetzt gezeigt, eine ziemlich ausgeglichene Meta, was ja echt cool ist und wirklich für das Balancing spricht. Nicht, dass du irgendwelche Winrates von über 70% hast, wie das seinerzeit bei 40k ab und zu mal so war. Im Moment finde ich es super ausgewogen und deshalb würde ich gar nicht mal so unbedingt sagen, wir haben jetzt hier ein Riesenpotenzial an C und S-Tier. Genau, in der Regel sollte es auch genau so sein, dass man nicht viele im S-Tier hat und hoffentlich auch nicht viele im C-Tier. Und hier den Stats habe ich eben mal ganz kurz. Der Honest Wargamer macht ja auch mal so coole Stats und wir haben ja auch schon viele bei uns bei der US-Liga vom letzten Stream, sieht man es auch. Auch hier hat man Winrates overall. GHB ist das Beste aktuell gerankt mit 54%. Joten steigen jetzt gerade welche ab. Iron Jaw, Stormcast, Nighthound. Und da würde ich jetzt auch sagen, das unterscheidet sich auch wirklich auch zur deutschen Szene beispielsweise. Da kennt man auch ganz andere Winrates. Und hier ist auch 42. Ne? Also die Unterscheidung von 54 zu 42 ist nicht gigantisch für, ich glaube, 24 Völker. Also ist das schon eine gute Aussage. Und wenn man jetzt mal hier unten drunter guckt, das finde ich sogar noch interessanter. Das ist die Representation, also wie auf welchen Listen, welche Armeen werden denn gespielt. Und der ist die höchste 7,3%, niedrigste 1,7%. Also ich würde sagen, wenn es hier eine Auffälligkeit gäbe, hätten wir irgendeine Armee mit über 10% zum Beispiel. Also ich finde gerade 7,3 als höchste, und dann kommt 6, 7, 6, 6, 6, 5. Also das sind ja Komma-Unterscheidungen. Also ich glaube, wir sind aktuell wirklich sehr, sehr gut unterwegs und deswegen glaube ich, können wir ruhigen Gewissens locker beginnen. Und wir freuen uns natürlich auch über eure Einschätzung. Das bedeutet, wir werden die Faction nennen, werden darüber diskutieren und ihr im Chat könnt sehr gerne eure Meinung, eure Einschätzung mit dazu reinhauen, weil dann können wir auch gucken, ob das deckungsgleich ist. Und ich glaube, das macht es dann noch spannender und ja, interaktiver. Und wir beginnen mit Silvanet. Wir gehen also beginnen von unten und ganz unten sehen wir Silvanet, wo man ja am Anfang, glaube ich, immer viel mit Alariel und Kul'Nathan Spam gespielt hat. Und jetzt haben wir auch Beltanos und sowas dabei. Haben gerade gesehen, Winrate ist nicht so hoch. Und um es jetzt nicht zu detailliert reinzugehen, können wir immer eine kurze Einschätzung machen. Also für mich persönlich ist Silvanet kein A-Tier, aber auch kein C-Tier. Ich würde dir jetzt auch B sagen, weil Silvanet hat gute Fähigkeiten. Hat aber wenig Matchups, wo sie sagen können, das ist ein Auto-Win oder das ist ein Auto-Lose. Dazu kommt halt auch, ich glaube, Sylvaneth ist halt eine der Factions, die du schon richtig, du musst die spielen können, weil wenn du mit denen Fehler machst, die ist halt sehr, die verzeiht nicht unbedingt viele Fehler, ne? Wenn du die gut spielen kannst, dann kannst du richtig so, so Nadelstiche setzen und machst den Gegner kaputt. Also ich habe zum Beispiel immer ein Problem, Sylvaneth wirklich einzuschätzen, aber wenn du die nicht gut spielen kannst oder Anfänger bist, dann verlierst du auch mal schnell mit denen. Und ich glaube, es ist halt auch eine der beliebtesten AOS-Armeen, was natürlich auch sehr für Anfänger spricht, die sich die erstmal holen, auf dem Turnier vielleicht fahren und damit dann halt krachend verlieren. Deshalb finde ich es auch schwierig bei denen, Ja. die einzuschätzen. Silvanis ist halt eine Armee, die einen sehr individuellen Spielstil hat. Da kommen wir zu dieser Besonderheit, die ich vorhin angesprochen habe. Denn einfach durch das Teleportieren der Bäume und ähnliche Geschichten ist das sehr, sehr spannend. Und wie Flo ja auch gesagt hat, man hat einfach wenig Modelle.
Weil so andere Armeen haben irgendwie 150 plus Lebenspunkte. Die Silvernest sind da schon weniger bestückt und deswegen tut jede Unit, die man verliert, einem sehr, sehr weh. Und ich sehe es aber genauso. Auf jeden Fall solides B-Tier. Und in den richtigen Händen kann man damit auf jeden Fall den Gegner vor einige Herausforderungen stellen. Und ich glaube, jeder kennt es, der das erste Mal dagegen gespielt hat. Ja. Der denkt sich erstmal, boah, was passiert denn hier gerade? Also, wie du bestimmst hier Gelände, die overgrown sind, und dann kann ich mich dahin teleportieren und Strike and Fade, so eine Ability, dass ich einfach mit meiner Kernhammer-Unit zuhauen darf und die dann in Sicherheit wieder packen kann. Das ist einfach, ja, sehr mächtig und in den richtigen Händen auf jeden Fall eine Waffe. Ja, ich glaube, wenn man es gut spielen kann, kann man damit gegen fast alles konkurrieren. Ja. Wenn man jetzt auf den Durchschnittsspieler guckt, die große Schwäche ist, glaube ich, das Contesten von Zielen. Weil du willst eigentlich nicht drauf stehen bleiben, weil du anfällig bist. Das macht, glaube ich, so ein bisschen schwierig aus. Aber ich glaube, sie können auch gut Battle-Tactics machen. Wir lassen ihren Beat hier stehen. Das bedeutet aber nie, dass wir jetzt Einstufen machen, dass es final ist, weil wir gucken sicher, wie sich das Bild entwickelt. Und dann können wir auch noch ein bisschen nachjustieren. Daher darf man jetzt auch noch nicht festnageln. Wir gucken mal, was alles noch so da landet. Jawohl. Als nächstes kommt eine der größte Fraktionen, glaube ich, mit Stormcast Eternals. Ja. Die ist nicht schmutzig, ich habe sie nur hochgeholt. Stormcast-Paket ist natürlich riesig groß. Hat aber auch, ich hätte es mal gesagt, von der Anlagung her, ähnlich wie Silvernet, wenig Model-Count und wenig Wounds auf dem Feld und auch nie was gegen Mortals zu machen. Und die größte Stärke ist ja natürlich dieses Puzzle, ne, und der Damage-Output. Und für mich ist es auch kein A-Tier, weil es halt nicht das Spiel dominiert, hat aber trotzdem auch ein gutes Toolkit, um gut mitzuspielen, würde ich jetzt auch irgendwie auf dieser B-Schiene mit einklassifizieren. Ja, bei Stormcast muss man halt immer beachten, die Stormcast leben davon, spezielle Builds zu spielen, so wie damals die Full-Drachen-Liste, weil es eine starke Warscroll war. Jetzt sehen wir vermehrt Stormcast komplett auf Shooty mit den Night Judicators, mit Griffhounds. Ja, das sind diese Heldenmodelle. Und ich finde, bei Stormcast hat man oft ein, zwei oder drei Möglichkeiten, eine Liste zu spielen, so Annihilator-Spam oder sowas. Das sind dann sehr spezialisierte Armee-Stile und die können sehr gut performen. Was halt immer schade ist bei Stormcast, es ist, glaube ich, die Armee mit der größten Model-Range gefühlt, zumindest. Und mit ganz vielen Karteileichen, nenne ich es jetzt mal. Faction-Leichen oder so, ne? Ja. Aber ich denke auch, da ist immer was möglich mit. Ich meine, Cello, wir beide haben ja auch schon gespielt und dann packt man da einen Trick aus und die haben schon witzige Fähigkeiten, also da ist auf jeden Fall was möglich. Aber das ist halt, würde ich auch so sehen, dieses Thema mit den Spezialisierungen, ne? Du hast halt bei Stormcast, finde ich, immer ein bisschen Schwierigkeiten, weil die einzelnen Models und Einheiten relativ teuer sind, da so einen gesunden Mix darzustellen, wie das viele andere Armeen können. Weil du dann vielleicht auf einer Seite nicht mehr so richtig performen kannst, ne? Und dadurch spezialisiert funktioniert das ganz gut, aber ich glaube, so eine ausgewogene Liste ist bei Stormcast halt dann doch deutlich schwerer. Oder da sind andere einfach überlegen, ne? Ja, ich glaube, deswegen sehen wir uns aktuell auch mit der Einschätzung einig. Oder? Jawohl. Jo. Es kommt mal eine Knallerarmee raus, ich hole die auch mal nach oben. Yes. Soulblight Gravelords. Also von meiner persönlichen, ich habe die selber noch nie gespielt. Ich habe schon fast alle Armeen gespielt, auch mal ausgeliehen. Soulblades ist für mich noch so eine bunte Wunderkiste. Als einzige Faction von allen, wo ihm das so geht, weil auch das Buch recht groß ist. Aber man irgendwie mit denen, wenn man noch nie so drinne war, ist man da schwer into it. Und ich kann da eine der, ich kann damit auf jeden Fall immer überrascht werden. Aber lass kurz bei den Fakten nur bleiben. Das finde ich immer sehr geil für uns, auch zur Einschätzung. Model Count, Gravelords, hoch. Gigantisch hoch. Wahrscheinlich mit der größte überhaupt, also Wund und Model Count, was sehr wichtig ist in der aktuellen Meta. Können wir mal so benennen. Model Wund Count ist in der aktuellen Meta aus dieser Damage-Spirale ganz weit oben. Die Trickkiste, Soulblights. Hammer. Also wirklich. Sehr, sehr gut.
Du hast da drei Subfactions, die alle auf ihre Art und Weise spielbar sind in der aktuellen Edition. Und ja, wie du schon sagst, wie hoch ist dein Bodycount? Ne? Die beliebte Frage, Soulblight würde alle sagen. Ja. Die Battle Tactics, also du kannst fast ein Spiel spielen, ohne eine normale Battle Tactic zu wählen, weil, kann ich sagen, weil ich es aktuell spiele. Vor einem Monat wäre es mir genauso ergangen wie dir. Aber da ich mich jetzt reingefuchst habe in die Armee, muss ich sagen, ich würde sie auf jeden Fall ins A-Tier packen. Und dann schauen wir mal, wie die ganze Tierliste hier weitergeht. Eventuell können wir sie dann sogar noch einen nach oben schieben, aber im oberen A-Tier ist sie auf jeden Fall anzusiedeln. Ja. Also ich würde sie aktuell auch irgendwo schon dazwischen sehen, weil ich wüsste gerade nicht von diesen Veranlagungen her, was da wer das noch besser machen kann als Soulblight. Und vor allen Dingen, eins der wichtigen Sachen ist das Wiederholen. Was bei den Soulblights ja durch diese Friedhof-Mechaniken, wer das kennt, unfassbar stark ist, weil du so viele Möglichkeiten hast, die aufzubauen. Um Helden oder um den Friedhof. Und die Hälfte der Unit kommt wieder. Und, das und du ist, hast echt Schwierigkeiten, das abzuscreenen, ne? Ja. Weil die Abstände zu den Friedhöfen, die eingehalten werden müssen, und zum Gegner ist relativ gering teilweise und so. Und wenn du jetzt, sage ich mal, keinen hohen Model Count hast, dann ist das, dann haben die so eine krasse Field Control gegen dich. Das ja. ist schon schwierig. Also für mich, ich hätte sie, glaube ich, Tristan sagt jetzt A-Tier, ich glaube, ich würde sie erstmal sehr gerne im allerobersten Bracket platzieren, weil ich wüsste jetzt gerade nicht, was drüber sein sollte als Soulblights von dieser Mechaniken, von den Mechaniken her, von der Spielweise her. Sie haben gegen keine Armee, glaube ich, ein richtiges Mismatch, wo sich ein Soulblights-Spieler hinstellt und sagt, hier brauche ich erst gar nicht anfangen zu spielen. Ich glaube, das gibt es bei dieser Armee einfach nicht. Ja, man muss halt sehen, wenn wir dann da oben gleich landen mit zwei, drei anderen Armeen noch, im direkten Matchup kann es dann schon mal schwer werden. Und das ist geil. Greift das nicht raus? Genau, das machen wir am Ende. Du bist der Beste. Ja. Das ist geil. Wir machen am Ende, wenn wir die S-Tier-Sachen haben, das sind vielleicht zwei, maximal drei da oben. Und dann machen wir da eine gegenseitige Einschätzung nochmal. Das ist sehr gut. Das gefällt mir. Flo, gehst du mit bei S oder lieber A? Ich, ja, wirklich, ich sehe es eigentlich auch wie du dazwischen. Ich finde die zwischen A und S, aber wir können sie erstmal im S lassen. Lassen wir da zusammen, Tristan? Gut. Ja, passt. Sons of Behemoth. Sehr geil. Hat sich jetzt ja ganz frisch geändert. Hat sich ganz frisch geändert. Und das ist ja auch das Geile, dass eigentlich, wenn man diese Einschätzung jedes Quartal macht, sieht es fast anders aus. Ne? Ist auch krass, weil die Meta sich immer verändert. Ne? Es gibt immer Meta-Listen und dann gibt es irgendwie Counter von denen und dann countert man den Counter und dann immer dieses Bild und man haben dann vielleicht zu viele Diarmee gespielt, dann will jemand wieder das Neue spielen und das macht voll Spaß. Ohne Scheiß, das ist eins, was wäre sehr, sehr cool ist. Die Riesen waren früher sehr stark, dann hatten sie eine Durststrecke und aktuell, finde ich, sind die sind zurück. Riesen. Und tatsächlich das Armies of Renown, ne? Wo du halt sonst bei allen anderen so sagst, okay, kann man mal fluffig spielen, so. Die Armies of Renown, aber bei den Riesen hat das halt wirklich was geändert. Ja, ein kleinen Riesen mehr hat halt einen enormen Impact. Das ist wieder ein Modell mehr auf der Platte mit vielen Lebenspunkten, wieder ein Monster. Und ich glaube, in eurem letzten Video oder Stream, ich weiß jetzt gerade gar nicht so genau, haben wir ja auch gesehen, dass die letzten beiden One-Dayer vor zwei Wochen von Riesen gewonnen wurden. Das große, ein großes Turnier in Holland, wo viele Nationalspieler aus ganz Europa waren, haben die gewonnen und ich glaube, das ist schon aussagekräftig, dass die Riesen zurück sind, ja. Mhm. Das Ding ist, ich habe immer so ein Problem mit Riesen, weil die Armeen, die ich selber immer gespielt habe, waren immer ziemlich stark gegen Riesen, wie zum Beispiel auch die Glooms bei Gitz, weil die einfach perfekte Tools haben dagegen, auch mit dem Fight on Death, minus 1 to Hit, sowas tut den Riesen sehr, sehr weh. Ja. Und deswegen, finde ich, hast du sie eigentlich sehr gut dahin gepackt. Im oberen A-Tier, würde ich sagen, kann man sie schon angesiedelt haben. Aber sie haben immer noch sehr viele, ja, nicht direkt Mismatches, aber Matches, wo sie es schwer haben. Genau. Die haben halt noch einige Schwächen, ne? wie zum Beispiel Spell Heavy oder Magie. Ist natürlich eine Schwäche, da kommt fast jeder Zauber durch gegen die und das sind halt so Themen, die mit Riesen problematisch werden könnten. Ne? Aber
Aber irgendwie hat man früher mal gesagt, man muss immer einen Riese pro Runde töten, weil man sie irgendwie tot schießt. Aber da die Meta aktuell gar nicht Shooty ist, sondern Tanky, falls ich das Wort einfach mal so benutzen darf dafür, kommt das der Meta den Riesen zugute. Weil die sind auch tanky und die halten die Ziele immer. Und das kommt, glaube ich, der aktuellen Meta, spielt das den Riesen einfach in die Karten. Wenn da ein Crate and Cleaner mit 10 Blackberry auf dem Ziel steht und stellt sich ein Riese drauf und sagt, ist meins. Außerdem haben Und die halt auch noch richtig starken Beschuss dazu bekommen, ne? ja, genau. Ist halt auch echt geil gerade. Richtig. Früher mussten die immer dann durch die Schwellen durch alle Screens, um irgendwo zum Ziel zu kommen. Jetzt können sie selber Fernkämpfe erlegen, was sie ja vorher eigentlich nicht gut konnten. Ja. Ja, und die Monster-Action, ich glaube, die ist ja auch Die neu, ist dass auch er gut. einfach Richtig. ja, Das der direkt Stonehorn kommt. Run. Ja. Das ist super stark für die. Finde ich Weil du auch. dann das Screen überspringen kannst und haust einfach irgendwas, was wichtig ist beim Gegner raus, und das ist echt schwer einzuschätzen. El Diablo, das ist die aktuelle Tierlist. 4.0 haben wir ganz am Anfang durchgesprochen über den Teaser. Wir sind jetzt aktuell bei der Einschätzung der aktuellen Meta, die aktuelle Tierlist. Gut, lassen wir mal Riesen bei A stehen und wir kommen zu Slaves to Darkness. Auch finde ich gar nicht mal so einfach, die Schätzung davon zu machen, weil man früher immer mal auch mal Chosen gesehen hat. Chaos Warriors gesehen hat, Knights gesehen hat, Icaon sieht man ja gar nicht mehr. Velacore sieht man in vielen Listen, Varengard Spam. Ja, also ich finde, Slaves to Darkness hat aktuell nicht leicht. Hat auch viele Matches, wo der Damage reicht, um Varengard zu töten. Intuitiv Battle Tactics bei Slaves sind, es gibt ein paar, aber da muss man die Armeeliste, glaube ich, rumbauen. Für mich irgendwie auch eine klassische B-Tier-Armee. Reicht nicht für A, aber ist auf jeden Fall ist keine C-Tier. Ne? Die hat eine Toolkiste, die kann was, die ist stark, hat aber gute und schlechte Matchups und rasiert nicht einfach so überall durch. Ja, also ich denke, da ist auf jeden Fall der Punkt, wenn du weißt, wie du gegen die Slaves to Darkness zu spielen hast, sage ich mal, gegen diese klassischen Listen, die man aktuell sieht mit den 12 Varengard und 10 Nurgle Knights oder halt diesen Splinterfang-Spam, dann hat es der Slaves to Darkness-Spieler auf alle Fälle nicht so leicht. Ich würde sie aber dennoch ins obere B-Tier stellen, weil mit 12 Varengard ist ja eigentlich auch das Scoring in gewissen Matchups einfach egal, weil dann Ja. haust du da rein oder spielst, also ganz klassisch, du spielst es im One-Drop und spielst einfach jedes Spiel auf ein Double, lässt den Gegner anfangen und wenn der Double kommt, dann kann der Gegner auch ein Screen haben, aber durch diese Da. Doppelaktivierung und Run and Charge, alle Kavalleriemodelle haben dann bei Knight of the Thrones Run and Charge, also du kannst dich auch nicht verstecken. Nee. Ne? Also. Und das, was du sagst, Cello, also ich finde, gerade was Battle Tactics angeht, eigene Art sind Slaves sehr gut. Und ja, du musst so ein bisschen die Liste da drumherum bauen, aber das machst du ja mit der gerade viel gespielten und also ne, Varengard Spam zum Beispiel und Knights und so, baust du ja genau die Liste, die um diese Battle Tactics passt. Ne? Also Banner in die gegnerische Zone bringen, drei Einheiten chargen, das kommt ja alles genau diesen Reitern, also die Strong zugute. Ja. Also. Also wenn man nur auf den Varigun-Spam guckt, die Liste ist sehr strong und die kann auf jeden Fall richtig durchrasieren. Wenn man auf andere Listen guckt, die es bei Slaves immer so gab, dann ist das Spiel natürlich langsamer und damit berechenbarer. Es ist auf jeden Fall zwischen A und B, allein wegen dem Varigun-Spam. Für mich persönlich reicht's für A nicht. Wenn wir jetzt eine Zwischenkategorie noch hätten, würde ich die auch auf dazwischen stellen und damit auch über Stormcast und über Sylvanette. Ja, du kannst hier nach ganz links packen. Dann haben wir Oh. es. Oh, Genau. cool. Geil. Ich kann nur noch eine Reihe hinzufügen, Ach, Quatsch, Quatsch, alles gut. wenn du willst. Sehr gut, Alles ja, klar. schön. Wir Es gibt setzen ja auch uns. andere Sachen und da passt das schon ganz gut. Genau. Vielleicht machen wir uns auch so ein bisschen die quasi auf dem Rang nach oben oder nach unten sind, dass wir die nach bisschen nach links und rechts einsortieren. Ne? Das ist ja, Christian, du bist ein Fuchs, ein kreativer Mensch. Und alle haben es auch gehört, also könnt ihr das danach so mitnehmen. Gut,
Als nächstes, oh, eine der sehr spannende Faction, die, glaube ich, lange Zeit auch komplett abgeschrieben war. Die taucht jetzt auch wieder auf. In sehr vielen Armeen, bei Turniersiegen, ich glaube sogar bei der Weltmeisterschaft von Games Workshop. Im Skaven. Finale knapp Skaven. verloren, aber ja. Ja. Skaven an sich, die ja eigentlich immer als die Shooty-Experten bekannt waren mit Warp Lightning Cannon, mit Stormfiends, hat sich irgendwie ein neuer Trend aufgemacht. Bells, Screaming Bells, Spam, die Vermilords beschworen können, was sie seit anderthalb Jahren schon können. Und Plague Sensabrera Spams mit dreimal Fight on Death, wie auch immer diese Regel so geschrieben hat. Aber auf einmal sehen wir sie ganz schön dominieren. Ja, also international, glaube ich, hat man Skaven schon immer gesehen. Das war auch auf dem World so. Aber mir geht es mit Skaven so wie dir, glaube ich, mit Soulblight Gravelords. Also ich habe halt in den letzten 2,5 Jahren viermal, glaube ich, gegen Skaven gespielt. Davon war einmal auf dem World. Und das ist einfach eine Armee, die man in Deutschland, so sage ich mal, nicht so, also ich zumindest sehe sie nicht oft. Und ich fahre ja wirklich auf viele Turniere. Ich glaube aber, dass die Armee aktuell sehr, sehr stark ist. Also nicht umsonst wird sie international halt viel gespielt. Auch von vielen, ich sag mal, Top-Spielern, die jetzt sagen, ich finde, das ist immer ein guter Indikator, wenn man sich halt ein bisschen auskennt, dann schaut man halt, was gewisse Leute spielen, weil dann weiß man, aha, diese Armee scheint es aktuell zu sein. Ja. Und die Skaven gehören auf alle Fälle dazu. Und ich würde sie auf jeden Fall. Ich persönlich, obwohl ich nicht so viel Erfahrungswerte jetzt habe, Minimum ins A-Tier packen. Flo? Ja, ich habe jetzt auch wenig Spiele gegen die gesehen. Wir werden sie wahrscheinlich zu AOS 4.0 wahrscheinlich deutlich öfter spielen, wenn die neue Model Range kommt. Aber das, was ich gesehen habe, auch mit den Black Sensors und sowas, das ist schon, also ich würde es auch zu A packen, weil die haben schon harte Mechaniken und können dir auf jeden Fall richtig wehtun. Und dazu kommt natürlich noch, dass die meisten Spieler, glaube ich, wenig Erfahrung mit Skaven haben. Und dadurch sind die halt für viele Überraschungen auch gut. Wir können ja noch ganz kurz auf unsere drei Trickkiste, auf unsere drei Fragen zurückgehen. Eine war ja Jawohl. Wund und Model Count. Jetzt war es Skaven ja auch brutal hoch. So, wenn wir jetzt auf die Trickkiste gucken, was du kannst, Knarrholz, Porten, Strike and, nicht Strike and Fade Away, aber anstelle aktivieren, abhauen, Clanratten kommen immer zurück, Wurmelord beschwören. Die Trickkiste bei Skaven ist ja auch sehr, sehr hoch. Was Ja. auch, was ja mehr natürlich auch anspruchsvoller macht, aber die ist sehr, sehr hoch. Jetzt muss ich kurz überlegen, was das dritte bei uns war. Battletech Battletech Scoring. ist genau, eine Battletech ist. Es war Skaven nicht ganz so einfach. Es gibt, glaube ich, ein oder zwei gute. Aber bei Skaven muss man sagen, kann man wirklich, ja, weil die sowohl Nahkampf als auch Fernkampf als auch Magie haben, haben die meistens ein großes Toolkit auf die allgemeinen. Ja, und auch mit den Gnarholz, so wenn man die geil stellt, Surround and Destroy und sowas kann, oder Intimidate, kriegt man auch schnell Units außerhalb seiner Deployment-Zone. Und ja, da muss der Gegner schon echt auf vieles achten mit dem Screening und so, dass er da nicht auf dem falschen Fuß erwischt wird. Ja, vor allem Surround Destroy, du hast ja auch wirklich Billigeinheiten, die das für dich auch mal locker erfüllen können. Das ist ja das, was auch viele Armeen als Problem haben, ne? Genau. Und auch ein scheiß 20er Block. Vielen Dank, Lyrics. Selbst die Clanratten, ne? Also 20 Modelle für 100 Punkte. Du kriegst 20 Leben für 100 Punkte. Hört sich jetzt dumm an erstmal, aber das ist natürlich eine Macht. Damit kannst du das ganze Spiel zustellen, dominieren, kannst die Gegner dahin drängen, wo du hin haben willst. Also, ich passt. Können wir abschließen. Skaven Art hier ist, glaube ich, aktuell sehr interessant. So, bei Seraphon haben wir die Unterscheidung. Ist, glaube ich, die einzigste Armee, wo ich das jetzt gemacht habe. Weil wir müssen knallhart bei Seraphon unterscheiden. Und die machen wir bitte auch direkt hintereinander. Die sind irgendwie durcheinander gegangen. Wir haben einmal Kolesk und einmal Starborn. Also einmal das Saurus-Volk mit minus ein Damage, was ich sehr stark finde. Und einmal natürlich das Magie-Heavy-Volk von den Seraphon. Und wir beginnen mit dem Saurus-Volk, mit Kolesk. Das bedeutet also, jeglicher Damage auf die Seraphon wird um 1 reduziert. Was muss man mal betonen, weil das glaube ich, was gar kein Mensch kennt, dass es das überhaupt gibt. Ich habe schon sehr viel gegen gespielt und ich finde es sehr, sehr stark. Allerdings sieht man das natürlich fast überhaupt nicht, weil dieser Damage-Output bei Mortals natürlich auch den Dinos
dann sehr, sehr wehtut und sie schneller vom Feld genommen werden irgendwo, ne? Und das ist natürlich eine sehr schwierige Einschätzung. Ich würde sie eigentlich ungern auf C setzen, weil ich finde, in vielen Matchups können die sehr gut mitspielen und ich finde, sie sind eine der unterschätztesten Armeen, die's, oder Factions, die es gibt. Und ich finde, gegen alle anderen Nahkampfarmeen, denkt euch mal dran, ein Damage abziehen. Ne? Also ein Bowlerhead-Volk, da passiert fast gar nichts mehr. Ne? Da Und stehen. auch bei D3. Es gibt ja viele Armeen auch, die mal so D3-Attacken machen. Richtig. Da musst du eine 5 oder 6 würfeln, um 2 Schaden zu machen. Das ist schon heavy. Und ich finde, bei Coalesced leidet einfach unter der starken Starborn-Subfraction. Also anders, wie wir jetzt zum Beispiel bei Soulblight Gravelords angesprochen haben, dass die da geile Subfractions haben, die alle ihren Wert haben. Ist bei Seraphon, es war auch mal umgekehrt, wo ich die Seraphon sehr stark gespielt habe, war Thunder Lizard das Go-To-Dingen und dann später, klar, die Fangs of Zotac. Aber ich denke, auch mit den neuen Coxigorn und so, ich habe mich da mal mit dem Jorin, der ist französischer Nationalspieler, aber ist ein Deutscher, der einfach nur in Frankreich lebt, ausgetauscht und der sagt, da sind auf jeden Fall auch Dinge möglich und ich denke auch, dass das. Überleg mal, du spielst mit Iron Jaws dagegen oder OBA oder sowas. Also das tut dir da schon richtig weh und ist, glaube ich, auch sehr frustrierend, Ja. wenn dann da einfach immer ein Damage abgezogen Oder nimm doch Flo's Varengard Spam dagegen. wird. Ist Ja. unangenehm, ja. Alles macht zwei Damage flat, ne? Doof, bleibst halt stecken. Oder KO auch, Ja. ja. Deswegen bleibe ich bei B-Tier. Natürlich reicht das auf keinen Fall für A. Würde ich auch eher im unteren B-Tier sortieren. Ich finde aber, es ist eine Armee, die sich auf keinen Fall irgendwo verstecken muss. Ich glaube, bei Coalesced muss man einfach ganz spezielle Builds machen, damit das Ganze rewarding ist. Ne? Also du kannst da halt nicht sagen, ey, ich will von der Unit mal was dabei haben und von der Unit und von der Unit und alles so ein bisschen splitten, sage ich mal, sondern da muss man schon eine klare Linie haben, das soll die Armee jetzt abdecken und so muss es gespielt werden. Ja. Einigen wir uns auf B? Ja. Gut. Sehr gut. Also noch kein C, noch kein Schmutz. Aber wenn hast du noch minus 3 gegen Nighthorn, ist ja. Das stimmt. Star Warn. Ja, jetzt wird so, die würde ich gerne bei Schmutz einpacken. Ich habe eine absolute, ja, muss ich aufpassen, dass ich hier nicht irgendwelche Wörter benutze, die dem Internet man nicht sagen darf, aber eine gewisse Unsympathie gegenüber dem Spielstil dieser Samt-Faction. Ne? Also ich finde einfach, dass sie passt einfach nicht in Age of Sigmar rein, von der Spielweise her, wie man diese Armee spielt, weil man interagiert sich miteinander. Aber das müssen wir jetzt nicht an die große Glocke hier hängen. Deswegen bleibt sie nicht bei Schmutz. Sie ist natürlich brutal stark. Ja, eine gewisse Abneigung. Vielen Dank, Colin. Sie ist brutal stark. Sie hat enorm Damage Output. Sie hat sehr viel Field Control. Sie hat auch im Laufe des Spiels immer mehr Models und einen höheren Model Count auf dem Spielfeld. Und kann eigentlich gegen jede Armee nahezu gut umgehen. Das Problem an dieser Armee ist einfach, dass der Designer oder, denke ich mal, die Designer dieser Armee sich die Grundidee hatten, okay, wir haben eine Phase, wo diese Armee Schaden macht und das ist die Magiephase und deswegen muss diese Armee in dieser Phase sehr viel Schaden machen. Das Problem an der Geschichte ist, sie macht nicht nur in dieser Phase Schaden, sondern natürlich, der Kernschaden kommt, aber wenn wir in Turn 3 sind, dann wurden schon zweimal 5 Rapidon Chargers beschworen, vielleicht, die ebenfalls mal eine Unit rausnehmen können und das ist halt das Problem. Und wie du schon sagst, sie decken ganz viel ab. Also wir haben zwar zu Beginn keinen hohen Model Count, aber im Laufe des Spiels einen relativ hohen Model Count. Sie traden halt besser, die können gute Battle Tactics machen und wie du schon sagst, sie versauen dem Mitspieler, le also leider Gottes muss man so sagen, als Mitspieler hat man nicht viel Freude daran, wenn man dagegen spielt, weil zum Beispiel ein Lord Croak einfach übers ganze Feld bannen kann, das ist schon mal scheiße. Aber auf jeden Fall hohes A-Tier, also ich würde sie vor den Riesen packen, aber ins S-Tier, also vielleicht können wir sie später noch ins S-Tier schieben, aber es gab auch ein paar Nerfs und so und sie haben auch ein paar Outs, deswegen, wenn sie gegen Khorne, OBA mit Spellignore und so drankommen, dann sieht es auch schon wieder schwieriger aus. Ja, bin ich gut dabei, Flo?
Du wirst lachen, ich habe halt noch nie gegen Starborn gespielt. Das ist gut. Ich bin noch nie auf die getroffen, habe aber auch immer Korn gespielt und ich glaube, das wäre auch nicht so richtig repräsentativ. Aber ich hätte von den, ich finde, sie haben das Buch bekommen, was Sinch verdient hätte. Ja. Und aber ich würde sie wahrscheinlich sogar auch irgendwo zwischen S und A Ich einsortieren. glaube auch, also für mich stehen sie jetzt auch noch gedanklich immer zwischen, vermutlich im S-Tier sogar eher. Aber das können wir nochmal beurteilen, wenn wir eine Liste weiter vorne sind. Wir packen es jetzt mal nach ganz vorne bei A und gucken, was sich noch im Laufe des Gesprächs entwickelt. Also bleiben wir mal kurz bei der Statistik nochmal. Packen Wie Sie bitte? ins untere S-Tier, Okay, Cello, das komm. gefällt mir. Ja, machen wir. Bin ich einverstanden. Genau. Vielleicht schieben wir sie am Ende dann zu AT zurück. So machen wir es. Guck mal kurz, Sie haben eine Sub-Faction, wo der, wo bei Bone Reaper, wo es natürlich blöd für sie ist, und natürlich Korn generell, das sind die einzigen beiden Matchups, wo du sagst, schwierig. Gehen wir kurz auf unsere drei Fragen nochmal zurück. Model Count, in den Summe summarum hoch, wegen Beschwörungsfähigkeiten. Die Trickkiste bei denen ist meiner Meinung nach brutal Gigantisch. hoch. Du hast aufs ganze Spielfeld Damage, keine Reichweiten, no line of sight, keiner kann sich verstecken, du kannst jeden treffen. Das Immer ist drei Spells eigentlich dabei und genau immer drei Interspells, ja. Also das und das vor dritte allen ist Dingen. Battle Tactics auch gut. Also nach unseren Eigenschaften her ist das eine S-Tier-Armee. Vor allen Dingen in den richtigen Händen, also. Was ja viele, ich sag mal jetzt so, der Casual-Spieler auch gar nicht so nutzt, wie du auch Move blocken kannst mit Endless Spells. Das ist so enorm wichtig und das musst du bei der Armee auch machen, wenn du gegen andere gute Spieler spielst. Aber dann kann der Gegner auch einen Riesen haben, aber wenn der Riese mit seiner dicken, fetten Base einfach nicht chargen kann, weil er nicht platzierbar ist, Ja. dann bringt es halt auch nichts, ne? Und das sind halt wieder so Sachen, ja. Kannst aber drei Interspace quasi 2 Zoll vor deine 10 Warriors stellen und zwischen Gelände und du kannst kein Model platzieren. Ne? Also es ist natürlich Ja. ganz große Feinheiten, auf der wir erstmal sind. Aber ich finde es, glaube ich, ganz gut, wenn wir unsere Einschätzung ein bisschen auf diese drei Grundfragen ein bisschen zurück machen und nach der Einschätzung sind wir ganz oben. Ja. Ganz oben rechts. Ne? Also im S-Tier. Bone Reaper. Junge, jetzt haben wir aber die richtigen vor uns. Also. Ja. Genau, Bone Reaper. Tja. Ich habe vor 2 Wochen nach einer langen Zeit wieder gegen Bone Reaper auf dem Turnier gespielt und bin erstmal wieder aus dem Staunen nicht rausgekommen, was Ja. die alles für CPs haben und was sie damit anstellen können. Ja, es. Also hör mir auf. Also da musste ich auch sagen, Emma, zeig mal jetzt bitte das. Und dann sagt er, ja, hier, guck mal hier. Und ich sage, das gibt's doch gar nicht. Also. Ich habe das in Bitburg gegen den lieben Benedikt von der Deichsee gespielt. Sehr Oh. sympathischer Mensch, war ein super tolles Spiel, war wirklich sehr toll. Und ich dachte auch, ich habe den im Griff, aber ich habe dann auch mitten im Spiel irgendwann mal gelehrt bekommen: Nee, also die Katakross 12 Schaden in einem Turn machen oder 16, es reicht nicht. Es reicht nicht. Und dann ist er auch wieder voll am Ende des Spiels und du fragst dich, was du überhaupt in dem Spiel umgebracht hast. Also, Bone Reaper ist eine Macht. Flo baut sie sich auch extra gerade deswegen auf. Hast du ja recht, Tristan, nochmal, um deine Kernaussage gegenüber Flo zu untermauern. Du siehst sie auch sehr stark, Flo. Ja, die sind schon cool. Ich hatte ja auch so einige Matchups schon gegen Luca und so gespielt und auch andere Spieler. Und gerade das mit den CPs selber und CPs vom Gegner, die nein, finde ich super stark, vor allem wenn du auf CPs angewiesen bist als Gegner und du hast einfach nie welche gegen die. Das ist schon super ätzend. Und dann denkt man so am Anfang vielleicht auch noch, die sind okay, dann ist es vielleicht eine relativ langsame Fraktion, sind es aber auch nicht, sie sind auch noch schnell. Die sind Plus drei mobil. Move alle, wenn du willst und Genau. so. Also das ist schon, ist eine, würde ich sie auch sofort ins A-Tier packen, weil die sind geil und auch sehr vielseitig, was man mit denen anstellen kann. Ob du jetzt Katakross spielst, was jetzt das letzte halbe Jahr gefühlt immer so war, jetzt sieht man immer mehr wieder, Arcan ist zurück und so. Es ist schon cool und du kannst da viel, viel mitspielen. Ja, gehen wir uns auf Ja. unsere drei Punkte dann direkt im Anschluss zurück. Also der Model Count bei OBR ist meiner Meinung nach nicht mehr so hoch grundsätzlich. Kannst du aber auch Aber spielen? ich würde, ja, kannst du, spielt man aktuell, finde ich nicht. Also aktuell finde ich die Mordegard eher raus, sondern da sieht man schon eher andere Sachen. Was man aber hier betonen muss, ist natürlich die Wiederholmechanik. Die sind natürlich nicht auf dem Papier, auf dem Feld.
zählt natürlich aber zu den Gesamtwunden, die man der Armee zufügen muss, um sie zu beseitigen. Also daher Mortal Wound Count ist in der Armee trotzdem recht hoch durch das Heilen und Wiederaufstehen. Also das darf man hier nicht unterschätzen. Die Trickkiste bei OBR, sage ich, ist nicht hoch. Ich finde, eine OBR ist eine sehr berechenbare Armee, wo man aber wenig gegen tun kann. Man muss den Damage haben. Wenn man nicht hat, dann geht man, sagen wir, klanglos unter. Also ich finde durch die ganzen Kommando Points, Abilities mit Retreat, Endcharge, also wieder und so, finde ich, hast du schon viele Möglichkeiten, da ein paar Tricks auszupacken und mit diesen Tricks Battle Tactics zu erfüllen. Wobei ich, um jetzt auf den letzten Punkt drauf zu kommen, es reicht halt nicht fürs S-Tier. Sie haben Möglichkeiten, die Battle Tactics zu spielen, aber auch sie leiden ein bisschen darunter, dass sie nicht so viele verschiedene Units haben. Also auch jede Ja. Unit, die sie verlieren, auch wenn es schwer ist, tut ihnen richtig weh. Ja. Weil das erstmal bedeutet, ein Kommandopunkt weniger und wieder eine Einheit weniger, um Objective zu contesten. Aber was der Flo angesprochen hat, was das ich nenne es jetzt mal räudigste, ist gegen die können halt immer sagen, okay, ich habe den Wall-Off gewonnen, fang du an, du startest mit 2 CP. Oh, ich würfel? Nee, du startest nur mit einem CP. Ja, und dann viel Spaß. Ja, und ich habe 16. Ja, also ungefähr. Und dann würfelst du vielleicht noch, wenn der Gegner dann den einen CP, den er sich irgendwie mühsam abgespart hat, ausgeben will, dann kostet ihn auf einmal zwei. Ne? Ja, genau. Passt, gute Zusammenfassung. OBR für S hier reicht es nicht. Aufgrund von der starken Mechanik sind wir beim A-Tier-Klassifizierung gut. Und ich würde sie aber auch nicht, also nicht ins obere A-Tier stellen, sondern eher so Mitte bis Unteres sogar. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Trickkisten bei OBR gut sind, nur die nur gute Matchups haben, haben sie nicht. Aber ich finde, die sind immer noch sehr stark und deswegen im A-Tier richtig eingeschätzt. Sehr gut. Aber jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Jetzt kommt gerade meine Lieblingsfaction, die ich spiele, die, glaube ich, die niedrigste Winrate hat bei Games Workshop. Die Crewboys. Die natürlich super stark sind. Keine Frage, ich spiele sie und ich finde sie sehr gut. Habe aber natürlich auch bei meinen persönlichen Einschätzungen immer gesehen, wie viele sehr schwere Matchups ich habe oder wie viel klappen muss, damit was funktioniert. Weil sie den einzigen großen Vorteil, glaube ich, den die Orc Warclans haben, also die Crewboys haben, ist der Model Count in die Wounds. Davon haben sie viel. Sehr schlechte Saves noch dazu. Haben schwere Battle Tactics. Und haben eigentlich gar keine Trickkiste. Also, die haben zwei fiese Tricks am Anfang des Spiels. Und dann hört die Trickkiste bald auf. Der einzige gute Punkt bei Crewboys ist natürlich der hohe Mortal Wound Output, der wehtun kann. Ne? Das wollen wir nicht untermauern und sie spielen auch mit Gobspuck und Gobspuck Dan, ist auch eine die Macht. Grüße gehen raus an Dan. Ja, gegen Dan habe ich einmal richtig krass gut gewürfelt. Ne? Also mag ich sehr gerne Dan. Das hat mir auch selber wehgetan, was da passiert ist. Aber gut. Da freut man sich auch mal für den Coolboy-Spieler, dass es auch mal so kommt. Ja. Ich glaube tatsächlich, wir müssen das erste Mal ein neues Tier eröffnen, Ja. denn wie du schon selber sagst, der das ja auch spielt, sind die Coolboys einfach aktuell. Sie können gewisse Sachen machen, aber ich habe zum Beispiel mit dem Benedikt gesprochen auf dem Turnier, den du gerade angesprochen hast, der OBR gegen dich gespielt hat. Der hat nämlich als zweite Armee auch die Coolboys. Und er sagte nach dem Turnier auch, ja, war jetzt eine schöne Erfahrung, die mal wieder zu spielen. Reicht jetzt aber auch wieder, weil ich weiß, warum ich sie aktuell nicht spiele. Und sie, natürlich, weil man eigentlich sie nie sieht, können sie einmal überraschen, ne, mit den zwei, drei Tricks, die sie da doch irgendwie können. Aber sie sind halt im C-Tier auf jeden Fall richtig aufgehoben aktuell. Ja. Flo, teilst du die Meinung? Ist halt auch so das Thema gerade mit der, okay, du hast ja dieses, dass auch 12 Zonen nur gesehen werden, aber dadurch, dass wir gerade eine sehr starke Nahkampfmeta haben, haben sie natürlich aktuell wieder einen kleinen Vorteil und du hast ja sonst auch immer das Problem, wenn der Gegner starken Beschuss hat und dich sieht, dann sind die Hardhitter bei dir auch ganz schnell weg vom Feld und dann ist halt auch schnell Feierabend bei denen, ne? Sehe ich genauso. Also. Lassen wir sie bei CT hier stehen. Ich glaube, das trifft es bei den Crewboys leider aktuell sehr gut. Da hilft auch die fünfte oder sechste Punktreduzierung um 10 Punkte von irgendwie leider aktuell nichts.
Das passt. Die nächsten Orks. Ja, den nächsten Orks, und zwar die Ivanjaws. Iron Jaws, finde ich, ist ein Phänomen. Irgendwie, egal in welcher Edition, Iron Jaws können immer oder haben immer eine Daseinsberechtigung. Meiner Meinung nach sind sie aber nie ganz oben. Einfach aufgrund dessen, dass sich der Spielstil einfach nicht ändert. Ne? Das ist eine typische Destruction-Armee, wie sie im Buche steht. Ich finde, so wie die Iron Jaws sind, ist das Armee-Design auch genau richtig. Smashing and Bashing, also wenn ich eine Unit kill, darf ich direkt nochmal aktivieren mit einer anderen Unit und sowas. Das finde ich alles cool. Wir sehen es auch am Ergebnis vom Raccoon Rumble. Oh, Cello, kommst du auf den Namen? Tomacek, Jan. Genau, Jan Tomacek ist damit Sechster geworden und hat damit auf jeden Fall geliefert. Schön geubootet natürlich, aber nichtsdestotrotz weit oben gelandet. Auch ich habe auf dem World einen ganz, ganz fiesen Double Turn fressen dürfen und richtig auf den Sack bekommen. Und der Schadensoutput ist halt enorm. Aufgrund dessen aber, wie die Battle Tactics sind und wie gespielt wird und was die Orks allgemein ja noch so im Petto haben, sehe ich sie im B-Tier und nicht im A-Tier. Ja. Ja, also ich schwank sogar eher ehrlicherweise zwischen B und C, weil ich finde, was Iron Jaws haben auch generell für so eine krasse bestialische Ork-Nahkampfarmee zu wenig Rend. Also selbst zum Beispiel in Big Varg spielt man ja mehr Iron Jaws, weil sie da plus 1 Hit, 1 zu Wund bekommen, und die Werte in Iron Jaws selber sind einfach zu schwach. Also Ah, du okay, da kriegt kriegst. man das gar nicht. Guck mal an, da habe ich das sogar falsch im Kopf gehabt. Genau, ne? Da kriegst du nicht mal richtig gute Bonus. Also du musst dann irgendwie über Mobility kommen, Heldenphase Movement, da kannst du schon echt coole Sachen mit Mighty Destroyer, auch so ein Megaboss, auf dem Mawcrusher, so ist natürlich ein Brett auf dem Feld. Der Damage reicht oft nicht. Das ist das für mich das riesige Problem, und auch Riesenproblem für mich auch die Bravery bei denen. Also das ist brutal. Oh, wenn man dann bei den Gorgruntern immer so ein Schwein wegrennen sieht oder so, das tut Das schon ist weh. ja, es ist sehr traurig. Aber ich tue mich schwer, sie aufs selbe Tier wie Cruel Boys zu setzen. Also das sehe ich einfach nicht. Nee, ich auch nicht. Also ich bin auch bei Low B. Dann Also ganz nach rechts mit R. ja, ich glaube schon. Also das Coolste ist ja, dass du einmal einen Varg ausrufen kannst in einer Charge Phase, wo du bloß einen Charge hast und alle kriegen bloß einen Rend oder so. Ja. Und dann muss es halt knallen, ne? Und wenn es dann nicht knallt, dann. Ja. Ja, genau so. Also, ich glaube, wir sind uns eigentlich. Flo, minus B. Ist halt nach wie vor das Traurige, dass diese einzelnen Factions wie Cruel Boys und auch Iron Jaws in Big War alle irgendwie besser sind Ja. als in den eigenen Factions. Das ist so ein bisschen traurig. Ist es wirklich? Ist das Design so ein bisschen falsch gelaufen? Es Und hätte umgekehrt sein sollen, ne? Aber. Ja. ich glaube, zum Abschluss kann man einfach sagen, Iron Jaws sind die schlechteren Slaves to Darkness. Von Wow. dem Spielstil, wenn man das mit dem Verengard-Spielstil vergleicht. Ja. Ja. Locken wir mal so ein Iron Jaws. Also nochmal auf die Statistiken kurz zurück. Battletech ist nicht so einfach bei Iron Jaws. Der Model Count ist nicht so hoch. Wounds ist schon okay bei Iron Jaws. Kann man schon spielen. Und das tritt die Trickkiste bei Iron Jaws ist halt bis auf die Heldenphase mit Heldenphase Movement. Tja, da überrascht du sonst keinen. Ne? Du hast nicht irgendwie chargen, extra bewegen, irgendwo rein. Ja. Ist. Der Gegner weiß, wo gekämpft wird. Ne? Also. So, Ogre Maw Tribes. Nächste Destruction Armee. Ja, die Oger, boah, da tue ich mich auch immer ganz, ganz schwer mit, weil irgendwie sehe ich es immer nur in einer Variante fast. Und das ist dieser Stormhorn, und wie Ja, heißen die Bo anderen? Boulderhead und also Thundertusk Genau, diesen Monster-Spam, aber es gibt da natürlich auch noch ganz andere Varianten. Es gab mal Anfang der zweiten Edition die Phase mit den Kanonen, glaube ich. Stonehorns. Da waren wir in Luxemburg, da haben das einige gespielt, aber das war ja nur so 2 Monate, 3 Monate ein Ding. Dann wurde das ja genervt, zum Glück auch. Aber es ist Ja. immer noch gut. Also die Kanonen sind immer noch stark. Ich glaube, der Jan aus Hannover hat das auch mal irgendwo gespielt. Und Jan damit. hat meine Korn-Armee damit auf den Rumble zerschossen. Ja, genau. Also
Das darf man nicht unterschätzen. Das spielen, glaube ich, sehr wenige. Das darf man nur zwar nicht unterschätzen. Und ich glaube, was auch sehr populär wurde, war die Liste mit Kragnos und den Tyrants, wo du quasi die hohen Charges machst und machst, glaube ich, dann beim Charge mit den Tyrants schon den Charge-Wurf und jede 3 plus, glaube ich, Mortals. Das war auch. Die waren auch recht erfolgreich unterwegs. Ah, und 3D6 Charge hat das. Genau. Ja. Aber. Da tue ich mich schwer mit. Ich hätte sie jetzt so aus dem Bauch heraus zwischen Stormcast und Coalesce eingeordnet. Wow. So einfach aus dem Bauch, aber wenn ihr da mehr Erfahrung oder Sacheinschätzung habt. Ja, also bleiben wir noch mal kurz dabei, auch also Model Count nicht gut, Ogre Mortals. Wounds, ja. Und das Problem ist einfach, bei Ogre Mortals gab es früher eine ganz große Stärke, nämlich dass die Monster 10 auf dem Ziel zählen statt 5 und dass die Models immer alle 2 zählen. Und das Problem ist, das zählen ja jetzt alle Modelle, die 5 oder mehr Leben haben, 2. Zum Beispiel ein Kunot Hunter, der zählt jetzt genauso viel. Und die Ogre haben halt 4 Leben und zählen als 2. Also quasi die ganze Treufähigkeit ist eigentlich für die Katze dadurch. Und die Trickkiste bei Ogern ist. Ja, also überraschen Der kann ist man auch mit groß drauf. einen nicht. Du kannst 2 Zoll mehr laufen, wenn du hungrig bist. Ja. Das Einzige, was natürlich bei Ogre ein Riesen-Pluspunkt sind aber die Battle-Tactics. Die haben sehr gute eigene Battle-Tactics, die sind stark. Das ist wichtig. Genau, das ist wichtig. Deswegen würde ich auch sagen, deswegen kommen sie meiner Meinung nach ins B-Tier. Und ich würde es auf jeden Fall, würde ich sie noch vor Iron Jaws sehen. Ja, das auf jeden Fall, ja. Mir gefällt eigentlich die Kategorie hier, also ich würde sie auch vor Kolesk sehen. Im direkten Matchup sehr wahrscheinlich wieder nicht, aber so genau Musst ist es bei Hero jetzt nicht. du viele Mortals machen beim Chargen, dann geht's vielleicht. Aber ja. Ja, sehr gut. Stimmt. Ja, also ich glaube, sie haben halt Armeen, was jetzt Flo gesagt hat mit der Shooty. In manchen Matchups kannst du eine sehr passende Armee haben, auch ein Boulderhead, also rein Monster-Spam. Da gibt es den einen oder anderen, den man kennt, der auch damit schon mal überrascht wurde. Colin. Und Hat uns den Sieg gekostet. ja, aber es muss einfach sagen, auch da Gegner anfallen lassen und dann auf den Doppelturn spielen, den bekommen, dieser Damage ist dann hoch. Keine Frage. Ne? Er muss dann halt viel Die zusammenlaufen. putten dich halt hinten rein, auch mit dem Move. Genau. Ja? Und dann kommen erstmal auf die Objectives. Ja. Richtig. Passt so, B-Tier, oder? Gute Einschätzung. Leben wir mit. Nighthound. Das wird jetzt wieder interessant, weil Das wird's. hätten wir vor 2 Monaten gemacht, wäre das mit Sicherheit wieder ganz anders oder vor einem Monat. Ja. geil, Colin. Also, Nighthound, Model Count hoch. Sehr viele Models, nicht so viel Leben. Muss man Ja, dazu sagen, wenig ne? Leben, viele Models, ja. So, Trickkiste. Ich sag hoch. Auch, ja. Da gibt es sehr viele Mobility-Helden, die sich porten können, neu aufstellen, wieder aufstellen. Finde ich schon Debuffs durch die Charges richtig. und alles da Ja. nicht alles gibt, also. Sehr gut. Battle Tactics Nighthound? Schlecht. Finde ich Boah, schwierig. das weiß ich nicht, kann der Colin vielleicht mal in den Chat schreiben, wenn er hier noch aktiv ist. Ich Weil der. glaube, wir sind es immer durchgegangen, Flo, bei dir. Die waren. Also die Nighthound-eigenen finde ich alle sehr, sehr schwierig. Ich glaube, situativ war das richtige Wort. Ne? Die passen vielleicht mal in irgendeiner Situation, aber man kann sich nie drauf verlassen. Ich glaube, das ist das Problem. Ich würde sogar sagen, nicht mal situativ, sondern du musst einfach Glück haben. Das ist halt das Problem, ne? Okay. Und deshalb finde ich es also sehr swingy. Also Battle Tactics finden würde, also aus meiner Sicht musst du schon drumherum bauen, die Liste. Und es ist wirklich nicht so ganz so einfach. Ich finde sie halt, dieses super mobil und dieser Vierer-Safe, dieser Vierer-Standard-Safe, also der kann auch so frustrierend sein. Also natürlich auch das ist swingy. Ja. Aber also ich habe da schon oft das früher gespielt. Der Matthias Brinker von den Würfelgöttern hat es ja auch gespielt. Und also da kann man schon mal an den Rand der Verzweiflung getrieben werden. Ich würde sie auf jeden Fall ins B-Tier packen. Und aufgrund dessen, dass jetzt auch wieder 2 Zoll Waffenreichweite ist und so. Aber das Ich haben die habe halt. Revenants ja bekommen, ne? Also
Genau, die Revenants und Inheritance, glaube ich, ne, die man früher mal Ja. gespielt hat und die nur in diesem Ja. Veterans Battalion gut waren, wegen, genau, das meinst du mit, ne? Perfekt. Genau, die Inheritance, die ignorieren ja Wards, ne? Also oder ignorieren Wards. Und haben Das ist ja sehr auch viel schon Events. geil gegen gewisse Armeen. Ja. Ja, wie gesagt, ich würde sie im B-Tier ansehen, ob sie jetzt oben sind, Mitte, unten. Da habe ich leider in dieser Edition zu wenig Erfahrung gegen. Also Und ich da hätte müssen sie. wir leider auch den Timo Wiebel ausklammern, der würde mit seiner Liste und seinen Ergebnissen natürlich da im A-Tier rumlungern, aber das ist natürlich wieder was sehr Spezielles, und auch ein sehr hervorragender Spieler, der das schon jetzt ja im Blut übergegangen ist, ja selber wie ein Geist. Deswegen kann man das leider nicht als Referenz nehmen. Ja, also ich hätte sogar im oberen C-Tier nur gesehen, aber durch den neuen Buff mit der 2-Zoll-Änderung kann ich jetzt nicht beurteilen, ne? Das bringt die auf jeden Fall wie ein Stück weit zurück. Ja, also ich glaube, da wo sie jetzt sind, B-Tier, nicht oben, irgendwo in der Mitte zwischen den, passt, glaube ich, ganz gut, oder? Sehr gut. Dann springen wir mal weiter zu Nörgel. Eieiei. Oh. Ja, Nörgel ist so eine Sache. Die ganzen Nörgel-Spieler da draußen haben ja sehr geweint mit dem Battle Scroll Update, wobei ich immer noch sage, ist überhaupt nicht schlimm. Denn zum Beispiel im Riesen-Matchup wieder ein hervorragender Vorteil, dass man jetzt minus 1 zu Hit bekommt, anstatt No Pile In. Bei Nurgle ist es halt Mega. einfach so, du läufst auf Marker und dann stehst du da. Ne? Und dann muss der Gegner einfach diesen Damage-Test schaffen oder nicht. Und es gibt wirklich nicht viele, die den schaffen. Und auch mit der Counter-Charge-Ability durch den Blood-King, also gerade allgemein Counter-Charge, was ja auch die OBA oder Soulblight haben. Und wir sehen ja, wo die angesiedelt sind. Das ist einfach so eine starke Fähigkeit in den richtigen Händen. Und das einzige Problem, was halt Nurgle hat, sie können auch noch beschwören, also ne, auch diesen Punkt deckt sie hervorragend ab, sind glaube ich Battle Tactics. Gerade zu Beginn in der ersten und zweiten Runde kann es da manchmal Schwierig. schwierig sein oder in der ersten Runde. Und gegen die anderen Top-Armeen, die dann vielleicht sagen, ja, wir scoren aber immer hervorragend, sind sie dann leicht im Nachteil. Nichtsdestotrotz scoren sie immer mit und werden nie hoch verlieren auf jeden Fall. Ja. Und deswegen würde ich sie aktuell ins unterste A-Tier packen, quasi. Also wenn wir jetzt vielleicht noch sechs andere Armeen hätten, wäre Nörgel halt auf jeden Fall im hinteren Bereich, aber auf jeden Fall A, also nicht B. Also da schätze ich sie auf jeden Fall stärker ein als die anderen Ja, B-Tier. also nur mal bevor Flo dann seinen Nörgel-Expertenwissen noch mal raushaut, nur mal auf die Model-Count Nörgel, also Wund-Count hoch, vor allem noch 5er Ward Army-weit, ist sehr elementar wichtig. Battle-Tactic hast du angesprochen, ist nicht, deswegen reicht es auf keinen Fall für S-Tier, weil es nicht so einfach ist, die Battle-Tactics bei Nörgel machen. Und ich sag mal so, die Trickkiste bei Nörgel, die war Sloppity-Bi-Piper. Also, die muss man einfach mal sagen, Sloppity-Bi-Piper war mit dieser Fähigkeit ein Instrument, was man nicht vergleichen kann und was ein ganzes Spiel leider, und deswegen finde ich es auch persönlich gut, dass es rausgenommen wurde, dominiert hat, wo keiner was dagegen tun konnte. Und in der richtigen Situation gut eingesetzt mit jemandem, der es weiß, man kann dagegen nicht agieren, nichts dagegen tun. Und Einen Double Turn bekommst als Nahkampfarmee, ja. dann machst du einfach nichts. Also nichts ist wieder übertrieben, überspitzt, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Und das ist und deswegen finde ich es auch richtig, dass die Fähigkeit nicht mehr existiert, weil sie so ein ähnliches Argument wie jetzt bei Fangs of Zotac, man macht etwas und der Gegner kann im Spiel nichts dagegen unternehmen, gerade als bestimmter Mädchen sind, gucken einfach zu und gehen unter. Vor allen Dingen mit dem Counter Charge hast du diese Ability ja quasi noch krasser gesteckt, weil Ja. dann konntest du in der gegnerischen Phase auch noch, sag ich mal, Chargen. Einfluss darauf nehmen, ne? Ja. Und Ja. Also Du konntest die deswegen. ganze Armee in der gegnerischen Phase schön abbinden, ne? Ja. Dass sie Das gar ist nichts ja. machen können, stimmt. Dass sie Der entweder nicht chargen können oder nicht peilen können oder nur so ein Schmutz. Gegner sagt, let into the mushroom und zack. Und
Also klar, da kommen wir später noch zu einer Armee, die ganz, ganz schlimm ist, was das angeht, aber ja. Gut, das können sie ja immer noch, ne? Also, Flo, kannst du ja gerne mal kurz einen Satz legen. Also, Klar. Klotkin ist immer noch eine Macht, keine Frage. Ja. Absolut. Aber auch das, ne? Also Klotkin konnte halt jetzt vorher mit Sloppity in Kombination, konnte dir einfach deine halbe Armee, wenn du dich gerade auf dem Charge bereit gemacht hast, im Prinzip rausnehmen, wenn der Charge entsprechend hoch war, wenn du Black Bearers dabei hattest und so, und die haben dir die halbe Armee abgebunden. Das geht natürlich in der Form jetzt nicht mehr so, aber weiterhin super stark. Ich hätte jetzt auch wieder unteres A-Tier, sonst wären sie ein bisschen weiter vorne. Der einzige Nachteil, der bei Nurgle so ein bisschen ist, ist halt so die Mobility, was ja auch die Anfangs-Battle-Tactics so ein bisschen schwierig macht. Haben dafür aber auch mit der einen eine ganz coole Battle-Tactic bekommen. Also genauso wie man mit Nurgle wahrscheinlich nicht hoch verliert, gewinnst du in der Regel aber auch nicht so unbedingt absolut hoch, weil der Gegner schon Zeit hat, irgendwas zu machen. Also Aber nach wie vor super, super Armee, weil sie einfach tough ist und weil sie den Gegner schön runtergrinden kann und gerade gegen sowas wie Coalesce oder so einfach eklig ist, ne? Weil der Gegner kann nichts dagegen tun und er wird immer schwächer und du nicht unbedingt, weil du halt gute Wards hast, ne? Der Spielstil ist natürlich gewöhnungsbedürftig, passt aber auch zu Nörgel und Brighton, ja. genau, und das ist schon ganz cool. Also vielleicht können wir uns ja damit committen, low, ganz low A-Tier, aber trotzdem noch A-Tier, weil es über den anderen Armeen ist, hier unten drunter steht. Und der Bile-Piper, die Änderung durch den Battlescore war vielleicht vom oberen A-Tier zum unteren A-Tier jetzt dadurch, oder? Ja. Und vor allen Dingen, was man nicht unterschätzen darf, weil ich kenne auch den einen oder anderen Nurgle-Spieler, der dann nach oben blickt und sich die Starborn anschaut und sagt, das ist ja so OP, die hauen 40 Mortal Wounds raus pro Runde. Trackt euch mal einfach, wie viel Mortal Wounds ihr über die Disease-Punkte im ganzen Spiel macht. Das ist eskaliert manchmal auch ganz schön. Vor allen Und Dingen in darf man, Runde 4. genau, das darf man nicht unterschätzen, weil das sind dann halt mal da 3, da 2, da 4, da eine, da wieder 3. So, aber das summiert sich über das ganze Spiel, gerade in einem Nahkampf-Matchup. Und Oh, da ist ja. ja mal wieder einer tot. Hups, ah, da stirbt ein Modell. Oh, du musst noch Battleshock machen. Hups. Ja. Hoppla. Ja, Und ich, absolut. und das finde ich, ist auch gerade der Riesenvorteil von Nurgle gegen andere Armeen, die auch tanky sind, weil du halt den Gegner trotzdem immer runtergrindest. Ne? Also Death ist natürlich was anderes, wo das alles wieder aufsteht, aber gegen viele Sachen mit einem guten Save und so, die haben da echt Probleme. Okay, lassen wir Nurgle mal auf Low A stehen und springen mal zu, ich finde, einer ganz interessanten Armee, wo wir früher sehr viel von gesehen haben und viele Armee-Archetypen und die sind irgendwie im deutschsprachigen Turniersection irgendwie, ich würde jetzt mal sagen, fast von der Bildfläche verschwunden. So betitel ich das jetzt einfach mal. Man hat sie nirgendwo mehr gesehen. Selbst bei uns im Club, ich glaube, vielleicht der Martin, mal alter Liebhaber, hat die mal rausgehauen. Hat man fast gar nicht mehr gesehen und irgendwie entwickelt die sich so langsam wieder rein. Vorab die drei Checkliste: Luminate, Model Count, Low. Gering. Und Wunds genauso. Ne? Große Stärke dazu, haben zwar kein Ward auf der Warscroll, dafür aber minus 1 to Hit, was auch unterschätzt wird. So die Trickkiste bei Luminate ist Finde ich, also Mittel. Trickkiste ist schwierig zu sagen, aber sie haben viele, viele geile Fähigkeiten und Genau. Zauber. Ja, sie haben Das viele ist das. coole Abilities auf der Warscroll. Also nicht nur eine Faction eigene, aber es gibt gewisse Helden, die können mal das oder der stellt sich mal da auf und hier. Also die ist nicht hoch, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie keine haben. Sie haben welche. Und die sind nicht schlecht. Battle Tactics finde ich ist nicht so gut wie bei unseren S-Tier-Armeen, aber auf jeden Fall oberes A-Tier von den Battle Tactics jetzt nur gesehen, weil da haben sie auf jeden Fall schon viele Möglichkeiten. Ich glaube, oder meine These ist, warum wir das nicht mehr in Deutschland sehen. Lumines ist ähnlich wie Seraphon, finde ich. Und auch wenn du dir die Spielertypen anguckst, die Lumines spielen, die haben meistens auch Seraphon. Und Seraphon ist einfach so viel besser, was Magie gerade angeht und den Spielstil. Und deswegen sind die Leute einfach auf Seraphon umgesprungen und haben sich gedacht, ja gut, dann spielen wir halt Seraphon anstatt Lumines. Nichtsdestotrotz, der Spoon hat es gezeigt auf der Weltmeisterschaft von GW. Er hat das ganze Ding geholt.
Und ich glaube, Lumines ist stärker, als vielleicht man jetzt aktuell so wahrnimmt, sage ich mal. Weil ich habe auch selber letzte Woche, nee, vorletzte Woche dagegen gespielt. Und einfach schon allein, dass zum Beispiel Teclis ein Autobann hat. Du kannst gegen diese Armee also kein Magical Dominance machen. Weil sobald du das ansagst, bis diesen Punkt hebt der Gegner sich das auf und sagt dann Autobahn. Zack, Battle-Tactic denied. Und wie gesagt, wegen der Edition, Primal Dice und so, das ist ein Nachteil für Zaubervölker allgemein, finde ich. Also deswegen kommt Tsinch auch nicht so gut weg und deswegen ist auch Lumines aktuell hat Probleme, weil wenn du vorher gesagt hast, viermal auf die 10 mit Teclis Karsten, war das eigentlich, also Auto. drei, vier waren eigentlich safe. Ja. Ne? Und das ist jetzt halt nicht mehr so. Und ja. Du hast ja jetzt auch letztens gegen gespielt, Flo, ne? Ja, hat mich auch sehr überrascht. Und vor allem deutlich tankier, als ich dachte. Weil Der das hat Körper ist. mit dem Model Count gar nicht mal so unterstreichen. Denn Luca hat jetzt auch relativ viele Models gespielt. Und er hat die gebufft auf irgendwie ein Unmodified Save. Plus 5er Ward und dann nochmal minus 1 zu Hit, dann halten die schon richtig was aus, ne? Also da kommst du auch nicht so leicht durch. Mit dem Ether Quartz und so ist ja viel möglich, ne? Genau, Also. und das war ja auch noch, dass dann im Prinzip den Bravery runter auf dich übertragen können, das ist halt auch super stark, ne? Das hat dann halt auch meine Ritter mal zum Laufen gebracht. Also, Ja, die haben schon eine ganz guter coole Punkt. Spielkiste und nee, also cool, würde ich auch im ja, mittleren, oberen A-Tier sogar ansiedeln. Im A-Tier würde ich sie nicht sehen. Aufgrund, glaube ich, dass der Damage bei denen auch nicht hoch genug ist, glaube ich, gegen viele Matchups. Und ich glaube, sie werden aktuell sehr schlecht gesehen und ich schätze sie, oder wir können jetzt mal diskutieren, ich würde sie sogar im B-Tier recht hoch ansiedeln. Ja. Leider, glaube ich, spielen sie nicht viele und ich glaube, deswegen ist auch eine sehr unterschätzte Armee. Ich glaube, viele haben die Armee und spielen dafür was anderes, vermeintlich Besseres. Und deswegen kommen die nicht so gut weg in der Meta bei uns. Für Ja, Arti reicht es mir irgendwie nicht. ich hätte sie tatsächlich genau dahin gepackt, wo du sie hingepackt hast. Ja, Vielleicht perfekt. sogar noch ein weiter nach links, eventuell. Aber ja, bin da ganz genau deiner Meinung. Ich denke, sie ist auf jeden Fall stark und auch Light of Eltarion, was man früher nie gesehen hat, also Ja. ich nicht. Und das sieht man jetzt in jeder Armee. Super stark. Dann Blade Lords auch vermehrt jetzt oder Severus kommt wieder zurück. Also es gibt so Heldenlisten jetzt bei Lumines, was man so in dieser Art und Weise vorher gar nicht gesehen hat. Und auch ein österreichischer Spieler, der spielt die jetzt seit einem Jahr auch schon und immer sehr erfolgreich. Also in den richtigen Händen, wie gesagt, auf jeden Fall auch gut. Gut, schließen wir Luminet damit ab und kommen wir zur nächsten Armee, die man auch erstaunlicherweise wenig sieht. Weil die Leute Freunde haben wollen. Ja, pass auf, Magst ich hau jetzt einen raus. Ich hau jetzt einen raus. Model Count, Overlords, low. Ja. Wunds auch trotzdem low. Trickkiste, gigantisch hoch. Battle Tactics gigantisch hoch. Also diese Armee, also wirklich, da muss ich jetzt, sorry, muss ich jetzt direkt einmal einsteigen. Die ist ja so, also wenn man sagt, Seraphon, du interagierst nicht mit deinem Mitspieler, dann also als KO-Spieler, da weiß ich nicht, was man dazu sagen soll. Also Battle-Tactic, drei Einheiten steigen aus, Battle-Tactic, drei Einheiten steigen ein. So, und nur solche Geschichten, da guckst du den an und denkst dir, ist das dein Ernst? Ist das So, ja. wirklich eine Battle-Taktik? Ja. Ja, mach ich War ja. jetzt Genau. nicht überspitzt. Ach so, Ja, ja, das war ein Scherz, das fragst du im Spiel. Ja, und jetzt geht ja. die Höhe ist ja jetzt, glaube ich, noch, jetzt haben sie noch die Ja. Null-Storn-Battle-Taktik, die haben sie jetzt auch noch bekommen, die ist ja genauso ein Auto-Ding. Ja. Also absurd. Was wolltest du sagen, Flo? Vor allem für die, ne? Weil Ja. du hast einfach dann einen schnellen, toughen Helden, der das nehmen kann. Und Was es der im auch. Boot sitzt halt, ne? So. Genau. In der fliegenden Garrison quasi. Ja. Ich hau jetzt einen raus und ihr sagt, was ihr dazu denkt, wo ich sie setze. Ich sag zu hoch, sehr wahrscheinlich. Ja.
Vor dem Battle Scroll Update, na gut, da hätte man sie so sehr wahrscheinlich sogar nach ganz vorne gesetzt. Ich würde sie tatsächlich hinter OBA setzen. Hinter Ober. Ja, weil das Battle Scroll Update, das war trotzdem schon heavy. Also, wenn man sich das mal angeguckt hat, da hat jede Einheit, die gespielt wird, eine Punkteerhöhung gekriegt, was auch okay ist. Aber ich habe jetzt auch, natürlich sind es nur TTS-Spiele gewesen, wo ich mal zugeguckt habe, aber manchmal hat man schon das Gefühl, dass der Schaden doch ein bisschen fehlt. Klar, so ein Double Turn müssen wir nicht drüber sprechen, das hält so gut wie keiner stand. Ja, mir fallen wenig Spiele ein, wo ich sagen würde, ein Overlord-Spieler kann das Spiel nicht antreten. Ja, gut, ja. Also ich war noch überlegen, sogar eventuell noch einen zweiten zu laufen, um Four Leaves Games zu setzen. Die Diskussion wäre ich noch fast noch eingegangen. OBR spielen viel zu wenig Menschen, kann sein, aufgrund der Tatsache, dass der Mitspieler keinen Bock drauf hat und kann ich absolut verstehen. Ne? Du hast das sehr schön zusammengefasst. Die Auto-Battle-Tactics ist im Spiel brutal viel wert. Und du hast natürlich komplett Fernkampf. Das ist ja quasi diese Kombi, ne? Du Richtig. musst nicht mit dem Mitspieler agieren, aber wenn du eine Nahkampfarmee wärst, dann ist es ja quasi fein, Ja. weil du als Mitspieler keinen Nachteil dagegen hast. Aber du stellst dich immer auf Max-Range und ja, nicht auf Max, sondern auf Maximal-Range Ja, Max und Range. ballerst dann einfach, ne? Und das ist halt einfach wild. Und was du sagst auch mit der Trickkiste, was vielleicht viele gerade nicht auf dem Schirm haben. Also gefühlt haben die die geilsten Artefakte und Richtig, ja. Command Abilities, die es so gibt. Also was das ausmacht, das ist ja geisteskrank teilweise. Jetzt stelle ich dazu eine Frage. Florian, wie oft hast du im letzten halben Jahr gegen KO gespielt? Wie viele Spiele? Boah, vielleicht zweimal. Tristan? Zwei oder dreimal. Es war wirklich wenig, Jetzt weil. auch, hätte ich jetzt auch so eingeschätzt, ja. Ich vielleicht eins. Ja. Also wir zusammen haben vielleicht im letzten halben Jahr 200 Spiele. Das ist aber eine extrem krasse Zahl, die ich einfach raus. So, wir drei zusammengerechnet. Wir haben fünf davon gegen KO gespielt. Das sagt schon Ja. alles darüber aus. Ja. Ja. Wir können noch diskutieren, ob sie weiter runter Na, muss und hoch ist muss. passt. Ich lass mir so stehen, Was? Flo. Ja, passt. Ja, also ich würde es auch da so sehen, dass die einzige Schwäche, die ich vielleicht sehen würde an denen ist, auf Battle Plans mit wenig Objectives halten, ne? Das ist halt ein bisschen schwierig, weil da haben sie natürlich den Nachteil drauf zu kommen, ohne dann halt kaputt gemacht zu werden, ne? Ja. Und gegen gute Saves halt. Also da hätten wir jetzt wieder das direkte Matchup, OBR, KO, mit nur Rank 1. Gegen solche Armeen tun die sich halt sehr schwer, weil sie die nicht töten. Und dann ist das Objective Game halt sehr schwer zu bedienen. Ja. Ja. Da auch wieder Slaves, ne, mit einem Reiter-Spam kommst du halt Ja. auch wenig durch, ne? Ah, höchstens magst du irgendwo in der Kadenz, aber okay, passt so. Lass mich mal stehen. Ich glaube, KO ist eine der ganz wenigen Armeen, die sehr viele sehr gute Matchups haben kann. Und ein paar, wo du sagst, ey, es ist halt echt schwerer, weil die können auch sehr viele Spiele super schnell sehr hoch gewinnen. Muss man natürlich auch sagen, als eine der ganz wenigen Ja, Armeen. also eine perfekte Teams-Armee auf jeden Ja, Fall. ist es KO auf jeden Fall. Sehr gut. Diebken! Oh. Diebken war Paddy, ja auch bist du so. im Chat? Wie bitte? Ist der Paddy im Nee, Chat? ich glaube heute nicht. Die Akassel Huskies spielen, glaube ich, heute Abend. Da sind die alle. Okay. Diebken war auch schwierig, fand ich. Bisschen eine längere Zeit, was man da immer so gesehen hat. Und Frights und Schützenlisten und weiß ich was. Dann hat sich das irgendwie rauskatapultiert. Fuyetan, Haie Spam. Der ist jetzt ja, ein bisschen genervt werden, wenn man will. Die Armee funktioniert deswegen natürlich sehr, sehr stark. Gegen Shooty-Armeen, die sind natürlich absolut top, weil denen nichts passieren kann, gefühlt. Reicht das für A, B, C? Müssen wir jetzt mal kurz gucken. Also Model Count niedrig, Wund Count niedrig. Trickkiste bei der Armee ist. Okayisch, würde ich Genau, sagen, würde ich sagen, so. die sind nichts, die kann eigentlich extrem überraschen, außer durch die Mobilität, die Armee auszeichnet. Dann Battle Tactics weiß ich nicht ganz genau. Ich verlasse mich mal auf den Paddy, Schmutz. Okay, das ist Aber sehr den gut.
Ja, also ich glaube, die können halt die generellen gut machen, ne? Die können halt Intermediate leicht machen, Surround Destroy, das alles durch Mobility leichter machen. Wie es mit dem Volkseigenen aussieht, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich glaube, ich finde es halt bei Deepkin ist so das Problem. Entweder du musst dir halt wirklich richtig gut Gedanken machen und eine Armee zusammenstellen, die auf Battle Tactics ausgelegt ist, zum Beispiel zweimal Aale rein, damit du Surround spielen kannst oder sowas. Aber nur weil es die Heiliste gibt, finde ich, weil die Heiliste ist stark, aber das macht für mich nicht, sollte das jetzt auf unser Ranking, sage ich mal, gehen, eine Armeeliste. Deswegen würde ich sie schweren Herzens, genau, entweder nach ganz hinten Oh. B, vielleicht vor die Iron Jaws, aber in der Mitte sehe ich sie nicht, ehrlich Ich gesagt. finde schon, also ich glaube, dass, also der Damage, hast du schon mal gegen die Haie gespielt? Ja, auf dem Raccoon tatsächlich. Ja, das Aber mit Problem ist, Gifts noch. ja, wir beziehen jetzt, glaube ich, alle Argumentationen nur auf Hai-Listen, Ja. aber auch weil man nur das sieht aktuell. Und ich Ja. glaube, eine Hai-Fullturn-Liste ist in vielen Matchups, Super. Ja. ja, muss man so sagen, die haben. Alles andere ist halt dann wieder schwierig. Ja. Wenn wir jetzt aber natürlich sagen, wir ranken die Deepkin nach den Haien. Ja. Haben wir bei den Slaves ja, glaube ich, auch gemacht, weil wir da auch gesagt haben. Ja, stimmt, Ja. stimmt, ja. Und das haben wir ja mehr oder weniger bei Starborn auch, ne? Ich meine, da sieht man jetzt auch nicht so die krasse Varianz. Oh, da gibt es Starboard, gibt es halt auch nur eine Eben, irgendwie. eben. Und Ja. deshalb, Haie, also du kannst halt, du kombinierst halt auch Sachen, während du bei vielen Armeen, wenn du sowas wie Surround machst, dann ist diese Einheit erstmal, in vielen Armeen ist die erstmal raus, ne? Du kannst es dann irgendwie nicht einsetzen. Die Haie können halt immer noch was machen, weil sie immer noch auf Long Range schießen. Ich find es schon sehr stark. Also ich würde die auch vorne im B-Tier sehen. Ja, jetzt Ja. fährt eine kleine Diskussion an. Colin ist gut. Colin diskutiert mal ein bisschen gegen. Was sagt der Colin denn? Ich sehe es Er gerade. wird sie auf Kasper. keinen Fall vor Sylvet stecken, weil Sylvet einfache Battle-Tactics hat. Aber ich persönlich sage, dass das Deepkin leichter mit den Armeen umgehen kann, weil da oben jetzt zum Beispiel als Silvernet. Aber das ist jetzt Geschmacksfrage. Wie Ich eure glaube, Meinung. worauf der Colin sich so ein bisschen beziehen will, ist so allgemeine Matchups. Also wenn ich glaube, er sagt halt, wenn du jetzt wirklich 1:1 guckst, Deepkin, Haie, vielleicht wenn wir jetzt von der Haie ausgehen, und du rankst die Haie gegen jede Armee, gegen jede andere Fraktion, und dann nimmst du die Sylvaness, dann kommst du sehr wahrscheinlich darauf mit Battleplans und diese ganzen Variablen, die da eine Rolle spielen, dass du sagst vielleicht, okay, die Sylvaness sind da doch variabler als Ja, das die. stimmt sie, das sind sie. Ja, das sind sie. Aber ja, ich beziehe mich jetzt rein auf die Mobilität und den Damage. Ja, das stimmt Aber schon. lassen wir sie da und dann soll der Colin bei YouTube auch nochmal kommentieren seine Meinung. Sehr gute Zeig Idee. Tommy. Yeah. Also ich würde sie da gerne lassen. Ja, also für mich sind sie nicht besser als Slaves. Bei Silver beziehe ich mich jetzt auch ein bisschen, Entschuldigung, auf dass ein Silver-Spieler auch Schwierigkeiten hat, auf dem Ziel stehen zu bleiben, weil wenn er stehen bleibt, nehmen die Haiflächen vielleicht auch weg. Also sehr schwierig, ja. Ich weiß schon, was du meinst. Was wolltest du sagen, Flo? Wir haben halt natürlich hier auch wieder das Thema, ne? Mit diesem Skill-Level des Spielers. Ja. Und wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, mit hohem Skill-Level, klar, Silvernev deutlich weiter oben, aber dann könnte man es auch wieder ins Art packen. Und Deepkin verzeihen halt auch wieder mehr Fehler, ne? Also das Ist ist genau, ja. deutlich mehr, weil du hast eigentlich kaum eine Bedrohungszone, wenn du das nicht Richtig, willst. also, genau, das ist ein guter Punkt. Wenn man alles perfekt spielt, ist natürlich eine Silvel-Armee brutal stark. Wenn man fehlerfrei quasi spielt, ne? Da kann dir wenig passieren. Das sehe ich auch so, wie. Aber wenn wir danach gehen, oder Ja, das. man könnte dann noch danach gehen, wie hoch ist das Fehlerpotenzial, Sehr wenn man gut. das, und dann wird es so wild. Ja, da kann man sehr viel machen. Wir lassen das mal so stehen. Der Colin kann da jetzt kurz ein bisschen mit den Hufe scharen, das ist gut. Das finde ich super. Ich liebe ja Silverhand auch, und es ist immer besser, ein bisschen die Ticker zu stapeln. Lassen wir mal so stehen. Slaanesh. Eieiei. Wow, da hatten wir auch mal eine Zeit lang sehr viel gesehen. Und tja, da bin ich jetzt auch ehrlicherweise, ich weiß nicht, wann ich die letzten Slaanesh-Listen irgendwo auf irgendeinem Turnier, auf irgendeinem Tisch im Club gesehen habe.
Also ich finde bei Slaanesh, sie haben richtig, also wenn wir wieder nach unseren Aspekten gehen, Ja. Trickkiste finde ich ist schon recht hoch, Ja. was da so rumkommen kann. Auch mit den Depravity Points und sowas, Ja. das ist schon echt nice. Modelle kann hoch sein, aber würde ich eher ja so mittelmäßig Ja, einstufen, nicht sage ich hoch, mal. Mittel. Battle Tactics ist, glaube ich, gerade eher so das Problem der Armee. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, weil sie haben auch ein paar gute eigene auf alle Fälle. Ja. Das Problem daran ist, ich finde, in Deutschland hat man sie eigentlich allgemein eh wenig gesehen und dann waren sie so stark und deswegen haben sie dann, also haben dann einige sie gespielt. Ja, oh, ich fand es immer sehr fies, dagegen zu spielen. Also so kann ich es jetzt nur sagen. Ich habe jetzt heute ein Spiel gesehen, halt zufällig. Und da muss ich auch sagen, die sind schon gut, aber ich will sie ins B-Tier packen, aber wo da dafür ist, reicht meine Expertise leider nicht. Vielleicht Flo? nach. Flo hat ja Slanish, mal gucken, wie. Also, allerdings mit wenig Spielpraxis. Ich finde halt auch, das ist auch wieder eine Armee, die tatsächlich einen gewissen Skill-Level erfordert, weil klar, du hast einen hohen Damage-Output, aber du hast halt auch nur komplette Glaskanonen. Ne? Und wenn du die falsch spielst, dann ist auch mal deine halbe Armee weg. Und das ist halt, also, ne, diese klassischen Shooty-Listen, die man am Anfang gesehen hat, okay, spielst auf Double Turn, machst zweimal eine Schussphase und vom Gegner steht eigentlich nicht mehr viel. Das muss halt klappen, ne? Und sonst der Schlag zurück, der kommt dann halt so hart im Zweifel, dass halt auch dann bei dir nicht mehr viel los ist. Also, ich glaube, da ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, aber aktuell sehe ich es auch eher im Low B, aber dann ziemlich weit vorne. Ja. Ja, ich hätte auch gedacht, entweder hinter die Ogre oder vor die Stormcast tatsächlich. Ja. Also, ja. Mir war die Unterscheidung mal kurz wichtig, weil wir so viele schon im B packen, irgendwie, dass wir nochmal kurz die kleine Kehrtwende da haben. Also die High und Low B sind eher ineinander als der Sprung von B zu C als von B zu A. Ne? Das ist immer ganz wichtig. Aber hier wollte ich mal so eine kleine gedankliche Entscheidung machen und ich gehe absolut mit. Oberstes Low B-Tier, also gehört in B rein, aber reicht nicht für die fünf, die wir weiter oben stehen haben. Sind halt auch sehr squishy, ne? Und das macht die Armee auch sehr schwierig. Ja, aber auch der Schaden kann geisteskrank stark sein, ne? Mit den 10 Seekers, in Kombination mit einem Keeper vielleicht noch und Glutos, also auch minus 2 to hit, ne? Dann auf der ganzen Armee in 12 Zoll. Puh. Und auch Fiends, ne? So ein 6er-Block Fiends, der haut auch Ja. richtig übel rein. Oh, da sind sie jetzt. Ja, also Flo gehst du auch mit, ne? Low Beat hast du, glaube ich, sogar vorgeschlagen. Perfekt. Genau. Genau, das ist erstmal Den ganz wichtig. Entschuldigung, die Diskussion hatten wir vielleicht anfangs gar nicht erwähnt. Wir reden natürlich von Singles-Listen, also keine Team-Turnierlisten, weil Team-Turnierlisten sind natürlich ganz andere neue Listenkonzepte. Genau, das kann man. Also Team-Turnierlisten darf man überhaupt nicht auf das, was wir hier aufgezeigt haben, transferieren, sondern das sind allgemeine, wo man auf ein Singles-Turnier fährt mit dieser Armee. So kann man sich einstufen. Ne? Team-Turnierlisten sind durch den ganzen Pairing-Prozess, Matchup-Prozess, wie gut können die 20 zu 0 machen beispielsweise, ganz, ganz anders zu sehen. Also ganz wichtig hier, alle Deutlichkeit nochmal. Ja, hier haben wir ja zum Glück heute Abend einen GITS-Experten eingeladen. Ja. Glooms Bite Gitz. Also, bevor du loslegst, Genau. Flo ist ja auch stolzer Besitzer der Gitz mittlerweile. Trolle. Hat sich jetzt zugelegt, extra für uns einen Stream. Also, Model Count Gitz ist, glaube ich, ja. Jo. Hi. Also je nachdem, wie man es spielt, aber hi. Genau, wir bleiben mal bei den Standardlisten, die man immer so kennt. Squig-lastig. Hi. Also, auch bei Trollen ist sie wund. Werte, hi. Die Ja. Trickkiste geht's meiner Meinung nach hoch. Viel, viel zu viele Möglichkeiten, viel zu viele coole Fähigkeiten. Die Treuefähigkeit stark, die Wiederholmechanik stark. Trickkiste ist für mich hoch.
Battle-Tactic, boah, jetzt kann ich mich ehrlicherweise nur auf das Spiel zurückerinnern, was ich hatte, und das war gegen Tristan sogar auf dem Turnier. Die Battle-Tactics waren für mich nicht over the top, aber es gab welche, die man gut machen kann. Genau. Situativ hatten wir vorhin einmal bei Nighthawk, glaube ich. Ja. Aber bei Gitze sind sie auch situativ, aber diese Situationen kommen eher mal vor, sagen wir mal so. Okay. Also Also wahrscheinlich. genau, wahrscheinlich. Sie sind nicht over the top, wie du schon sagst, aber sie sind gut. Also. Okay. So, und jetzt bin ich gespannt, Flo. Du hast ja auch schon ein paar Mal gegen Gitz gespielt. Fand ich tatsächlich immer sehr schwer einzuschätzen, ne? Weil halt eben viele Tricks dabei sind, weil viel wiederkommt und du tötest auch irgendwie immer alle Sachen irgendwie ja, fast zweimal, ne? Oder anderthalb Mal. Ja, ich finde es tatsächlich nach wie vor super solide, machen, glaube ich, auch echt Spaß zu spielen. Also ich hätte jetzt auch wahrscheinlich im oberen B-Tier angesiedelt. Oh, okay. Ich habe eine andere Meinung. Bei mir sind sie höher, kann ich dir sagen, weil der Damage hoch ist und die wenigsten, die einen Damage gegen die halt durchbringen. Vom Gefühl her sage ich das jetzt so. Also auch was ich jetzt bei vielen anderen auch Turnieren auch gesehen habe. Ich glaube, mit Gitz können sehr wenig Spieler umgehen. Und ja, also für mich sind sie. Ja, das ist gut, Flo sagt das. Oberstes, also B-Tier, hi, sagst du Flo. Und ich Ja. sag jetzt, danach kann Tristan die finale Meinung sagen. Für mich sind die Gits hier. Ja. Genau, also ich muss sagen, die Gitze haben natürlich jetzt auch mit der vierten Nerf-Reihe leben müssen, was aber auch schon gut ist. Meiner Meinung nach spielen jetzt verhältnismäßig doch recht viele Leute wieder Gitze in Deutschland, aber die Gitze unter, ich sag jetzt mal auch ganz normal, jetzt nicht falsch verstehen, was ich sage, aber mit einer Schachuhr zu spielen, dass du selber nur 1,5 Stunden hast, damit es auch fair bleibt, das ist schon tricky, ne? Also, weil du hast wirklich viele Modelle, du hast Bubbles, die du einhalten musst, du hast sehr viele verschiedene Fähigkeiten und wie gesagt, eine große Trickkiste. Sie sind auf jeden Fall stark und sie sind in einem Singles-Turnier wesentlich stärker jetzt als in einem Teams-Turnier. Ja. Reicht das für dich für A-Tier? Also A-Tier, ich sag A-Tier schon noch. Unteres A-Tier sehe ich auch. Ja, es ist halt. Wie soll ich das jetzt? Also es ist halt jetzt schwer für mich zu sagen. Du bist ja Gitz getrieben, ne? Also Genau, Klums genau. bei Gitz getrieben, also die G-Säule. Genau, und ich sag mal so, also. Für mich sind sie super solide und ich glaube, ich kann mit den Gits auf jedem Turnier, egal welcher Spieler aus Deutschland da ist, habe ich eine Chance, dieses Turnier zu gewinnen, sage ich mal. Aufgrund einfach der Erfahrung, die ich mit der Armee habe. Ich glaube, ich habe 150 Spiele mit denen jetzt. Und mit der Toolbox, die sie mir bieten oder die sie mir anbieten. Und deswegen finde ich, ist es auf jeden Fall eine Armee, die im A-Tier anzusiedeln ist. Es gibt auch wenig Mismatches, muss man einfach noch dazu sagen. Ne? Wenn du mal durchgehst, wo gegen wen haben es richtig schwer? Also selbst ein Starborn, KO-Spieler, kann dir natürlich zwar wehtun, aber der dominiert dir nicht sofort, weil du eben auch durch die Wiederholmechanik, durch die quasi Einheit wieder aufstehen kannst. Also ich finde auch, dass sie im A-Tier sind. Flo, könnt ihr jetzt noch sagen, warum sie nicht da reingehören maximal? War jetzt tatsächlich relativ leidenschaftslos. Also für mich passen die auch gerne ins A-Tier. Aber dann natürlich, gut, wie wir ja schon ein paar Mal jetzt gemacht haben, dann, das sind dann die Squig-lastigen Listen zum Beispiel. Genau, ja. Und das passt natürlich nicht auf alle Listen, ne? Also Genau. jetzt, weiß nicht, reine Trolle und was ich was oder Spinnen, die gehören ja gar nicht da rein. Aber ja, die Squig Herd und sowas. Ja, gerne auch A-Tier. Gut. Das Starke ist halt, und da machen wir einen Abschluss dahinter, ist halt der Ginkrad mit Fight on Death. Das ist halt auch eine Mechanik, die da in dieser Armee super stark ist. Und wenn wir dann direkte Matchups sehen, gegen Nurgle jetzt
richtig gut, also nicht richtig gut, aber super, dass das Matchup ist wieder viel besser spielbar, weil man peilen darf. Ja. Gegen OBA super, wegen Fight on Death und Mortal Wounds, ne? Das dürfen wir halt nicht vergessen. Bei zwei, also bei 36 Squickert, die im Charge 4 Attacken haben und jede 6 to hit eine Mortal in Addition ist, ja, das ist geisteskrank, was dann da so passiert. Ja. Das, was Boomsebine schreibt, können wir das mal zu Herzen nehmen. Wir müssen natürlich aufpassen, was wir hier beitreten. Alles, was am Ende Schmutz ist, landet morgen bei eBay und gibt es dann vermutlich günstiger zu kaufen. Also, wenn du mit einer Armee noch liebäugelst, Flo, dann schieben wir die nochmal gerne nach unten und kannst du morgen zuschlagen. Ja. Fire Slayer, die nackten Zwerge, ist eine sehr liebhabe Armee. Ich bin auch ein großer Fan von denen. Mörtel Count hoch, Wunds hoch, Trickkiste, unterste Schublade, Battle-Taktik von denen auch, ich glaube, es gibt eine, die man vielleicht schaffen kann. Bewegung top. Bewegung hoch. Ja. Ich glaube, einmal die Base umdrehen ist Movement. Ich glaube, mit normalem Movement schafft man es nicht mal im in einer ganzen Spielrunde, nicht mal bis zur Mitte vom Spielfeld ohne Rennen. Ja, aber er hat natürlich auch seine Stärken, keine Frage. Für mich können wir einfacher machen. Ich liebe die Armee, ich bin ein absoluter Fireslayer-Freund. Die Half-Guard-Berserker-Listen hat man immer noch mal gesehen. Magma-Dorf-Listen gab es mal eine Zeit lang. Aber du kannst auf nichts reagieren. Du kannst Surround and Destroy, mit wem willst du das machen? Willst du mit einer 180 Punkte einer links und rechts haben mit Rennen 6 glücklicherweise vielleicht außerhalb deines Territory rennen oder das ist. Vor allem, wie sollen die wieder in die Mitte kommen? Ne? Ja, gar nicht mehr. Muss dann ab. Das war's dann. Die haben eine Aufgabe gehabt, die 360 Punkte im Spiel. Ja. Nee, also. Von viermal Intimidate. Also für mich leider gehören die. Sie sind nicht Schmutz. Das möchte ich nochmal kurz betonen, weil man kann sie spielen und man kann auch damit gegen viele Armeen, Nahkampfarmeen gut kämpfen. Man kann durch einen Vierer Rally, da kann er auch nochmal viel retten. Ich finde schon, dass ein Fire Slayer damit seine Daseinsbrüche kann. Du kannst auch schocken, hast auch im Board mit den meisten. Also sie sind nicht Schmutz. Sie sind für mich aber ganz klar C-Tier. Aufgrund der Mobilität, der Battle-Taktiken und alles, was da mit drin steckt. Ja. Wir reden jetzt hier ja rein über spielerische Stärke und Meta, aber eins muss ich da nochmal loswerden, weil als alter Zwergenliebhaber muss ich einfach sagen, dass das eine Armee ist, wo das Potenzial einfach verschenkt wurde, meiner Meinung nach. Weil ich finde es, also wirklich, egal welches Spielsystem, Fantasy oder sowas ich gespielt habe, Zwerge war immer die erste Armee, die ich mir gekauft habe. Aber bei AOS halt nicht, denn das, also da spätestens nach zwei Units und einem Helden hast du ja keinen Bock mehr zu malen, weil das Gefühl immer das gleiche ist. Und das finde ich einfach sehr, sehr schade an der Art. Ja, kannst du hier die Fire Slayer Flash, gibt es extra als Kontrastfarbe hier, Fire Slayer Flash, kannst du erstmal alle drin tunken, hast du 80% an mir fertig. Und ich finde, du hast noch mehr Probleme, die Helden auseinanderzuhalten als bei Stormcast. Ja, also der Colin hat das ja für die letzten Worlds so geübt im Bootcamp. Dann standen die Helden in den Trupps. Ja. Also in den anderen Trupps. Und da war immer so, steht da jetzt noch ein einzelner Held? Das ist der Champion? Oder, also das war schon wild, ja. Ja. Was man aber sagen muss natürlich, eine Nahkampfarmee, die da reinbrettert, du kannst Fight First bekommen, du haust hart zu, deine Runenpox können geil sein, du kannst mal 60 Wunden kassieren und stehst wieder komplett auf. Du kommst zwar nie zum Ziel, sorry, dass wir jetzt natürlich jetzt auf so eine Art humorvolle Art und Weise machen, aber es gibt auch viele, die das nicht einschätzen können, die können auch von den Fireslayern überrascht werden. Und das muss man einfach nochmal so stehen lassen. Sind denn die Magma-Drop-Listen noch gut? Weil die waren ja auch eine Zeit lang Thema. Okay. Nee. Also passt. Oder C-Tier können wir stehen lassen. Ja. Gut. Jetzt kommt wieder eine wilde Armee. Jetzt kommt eine sehr wilde Armee. Die ist die letzte Generation der dritten AOS-Reihe. Die Flash steht da auch eine Liebhaber-Armee, finde ich. Die sehr viele toll finden und lange auf den Battleturm gewartet haben. Jetzt ist es da. Ich sehe gerade, ich habe noch das alte Buch drin. Shame on me. Flash-Eater-Kurz mit komplett neuen Regeln. Mit neuen krassen Mechaniken, mit den Noble Points, oder wie heißen, Noble Points, Model Count, Wund, brutal hoch, sehr viele Sachen auf dem Feld, viele Wunden, Wiederholmechanik dadurch, zählt ja auch noch alles als Wunden irgendwo ein Stück weit dazu,
Tja, die Trickkiste bei Feck ist meiner Meinung nach sehr hoch. Viel Movement. Wiederholen auf einer Kante, nochmal bewegen, irgendwie reinkommen. Finde ich natürlich sehr stark. Sehr, sehr stark. Battle Lebt jetzt Tactics. natürlich auch ein bisschen davon, dass es die neueste Armee ist. Da ist Ja. man jetzt noch nicht so drinnen, sage ich mal. Aber auf jeden Fall viele Tools. Ja. Battle Tactics bin ich jetzt ein bisschen raus. Also viele Tools, ja, also ich finde nur durch das Wiederholen die Toolskiste, ne? Also die haben jetzt, sie können nicht porten oder sowas, ne? Sie können gut wieder aufstellen, das schon, aber du hast jetzt keine hohen Zauberreichweiten, du hast keinen Fernkampf, das nicht, aber ich meine nur durch das Wiederholen alleine, was boardwide geht, du musst nichts in der Nähe haben, brauchst jetzt keinen Friedhof oder sowas, ne? Nicht um Helden rum, das ist schon sehr stark. Das ist Der schon Flo hat, sehr glaube ich, stark. die meiste Erfahrung jetzt. Also ich habe erst zweimal gegen gespielt, aber Flo hat ja sogar hier bei euch hier live auf dem Kanal dagegen gespielt. Ja, aber auch nicht mehr. Also ich glaube zwei oder dreimal. Mhm. Finde die Trickkiste auch sehr hoch. Und wie gesagt, das ist halt schon brutal, brutal starke Wiederholmechanik, ne? Die finde ich tatsächlich geil, weil du einfach, du kannst wiederholen und danach noch auffüllen. Sodass du einfach mal so einen neuner Block übelster Hardhitter vom Feld nimmst und er ist einfach wieder da. Ja. Ne? Und das ist schon nervig. Was ich auch nicht zu unterschätzen finde, ist tatsächlich die Kombi aus Priestern und Zauberern. Ja. Finde ich auch stark. Also, wie viele Armeen gibt es, die das haben? Jetzt mal, also die Priester und Zauberer Daughters haben. of Cain. Cities, Daughters, Slaves. Also gibt schon ein paar, Gibt schon ne? ein paar. Ja, Ja, doch, gibt schon einige. Stormcast. Aber bei denen spielt man es halt auch, ne? Also bei, ich sag mal, bei denen, weil du brauchst es halt auch, weil du halt, du Scaven, willst ja stimmt. auch viel zaubern, ne? Aber bei Irgendwie. den anderen Armeen da, genau, also ja, ist auf jeden Fall geil. Ich glaube, Battle Tactics, weiß ich nicht genau, könnten sie ein kleines Problem haben. Ist, glaube ich, nicht ganz safe. Aber ansonsten. Genau, ist, denke ich, so ähnlich wie bei den Gitzen, ist solide. So, also ist jetzt nicht schlecht, aber die Armee ist stark und da. Vielleicht ist der Bega noch im Chat. Ich habe ihn vorhin zumindest mal gelesen. Bam Boom Bega mit seiner Batman-Liste jetzt, also nur Fledermäuse. Wenn man da einmal falsch steht, dann, wenn man Pech hat, ist das Spiel quasi in Runde 1 entschieden, weil die so einen krassen Move haben. Und Also was ich. schade ist, Terrorgeist. Nicht gut. Ja, Also was von ja. früher gespielt hat, nicht mehr gut. Ne? Jetzt sind wieder, bei denen sind Spam-Listen, ne? Das, was du gerade gesagt hast, Tristan. Und auf das müssen wir es auch beschränken. Ne? Also das ganze Armeebuch, ob das jetzt solide, gut beschrieben ist und ausgewogen ist, weiß ich nicht. Aktuell sind wir bei den Spam-Listen und die sind stark. Die sind Wie leider immer, finde ich. Also ja. bei den neuen Armeen in letzter Zeit, so nach ein paar Wochen zeichnet sich immer ab, es gibt irgendeinen Spam. Ja. Ich würde sie auf gar keinen Fall ins S-Tier packen, muss Auf ich keinen Fall. sagen. Nein. Ich finde, vielleicht, leider Gottes muss ich sagen, wobei ich glaube, im direkten Matchup haben sie einen kleinen Nachteil, aber ich würde sie vor die Gitze packen. In A-Tier. Ja. Oder unteres A-Tier, vielleicht hinter Nörgel. Ich würde sie bei B sehen. Weil wenn Okay. ich mir alle oben angucke, glaube ich, dass der Ja. Damage von Feck vor allen Dingen vielleicht auch wegen dem recht verm oder vermeintlich schlechteren Rend nicht den genug Damage haben. Also Aber um, brauchen sie den Damage? das weiß ich nicht. Ja. Weil sie stehen auf den Markern, sie kommen immer wieder. Dadurch wird es auch schwer für den Mitspieler zu scoren. Ja, Ich wäre jetzt. hier. Okay. Ja? Also für mich persönlich wäre es nicht für A reich, aber auch nur aufgrund meiner wenigen Erfahrungen und Einschätzungen, die ich mit Fact generell habe. Ich habe, glaube ich, auch nur einmal selber gegen gespielt auf dem Turnier, das war's. Nur was ich so jetzt noch mit gelesen, verfolgt habe und geguckt habe, und von den Warscrolls selber, ist jetzt eine sehr subjektive Einschätzung von mir. Ja, passt. Also ich kann damit leben. Also wie gesagt, ich glaube, ein Problem haben sie wirklich gegen Armeen mit hohen Rüstungswerten. Weil da könnte sein, dass der Rand nicht ausreicht. Aber gegen alles, was jetzt ein Vierer Base Save hat, da brettern die halt schon durch, weil die Kadenz eben hoch ist. Ne? So. Ja, Damage aber Output ist auch nicht zu unterschätzen. nee, aber ich glaube, dann sind sie dann jetzt da eigentlich doch perfekt, weil das, was du gerade beschrieben hast, reicht für oben nicht. Ja, oberstes B-Tier passt. Gut.
Cool. Jetzt wird's Jetzt interessant. wird es sehr, sehr spannend. Wow, das ist, glaube ich, für mich persönlich eine der schwersten Armeen jetzt zum Einschätzen. Die sind ja, ich weiß gar nicht, also beziehe ich mich nochmal auf die Bumsebiene von dem, also Janni, mein guter Real-Life-Kumpel von mir. Die hier müssen eigentlich voll bei eBay sein, weil sie ja gar keiner spielt. Also Tzeentch ist ja komplett verschwunden. Und das Witzige ist, ich weiß doch genau, wie alle gesagt haben vor der Edition, jetzt ist ja Tzeentch noch stärker, jetzt gibt es noch so Primal Dice, ja, wie soll man jetzt noch überhaupt da irgendwas Ja, machen? ja, ja, ja. Und Doppel 2 einfach aus dem Pool legen, Auto Blizzard, nur Ja, so einen genau. heftigen Scheiß. Und Ja. aber jetzt ganz schneller Call, weil da muss ich kurz mein Ladekabel holen. Ich sage, Tzeentch hat dasselbe Problem wie Lumines, denn nur in vielleicht ein bisschen schlechter, aber ich sag, Tzeentch ist auf jeden oder ist in den Köpfen schlechter, als sie tatsächlich sind. So. Da gehst du doch bestimmt mit, Mr. Tzeentch. Ja. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich finde, dass Starborn das Buch bekommen haben, was Tzeentch eigentlich haben hätte müssen. Und ja, ich finde es sehr traurig. Ich habe die ja fast ein Jahr komplett nur gespielt. Aber mit dem Primal Dice, ich habe halt von vornherein gesagt, oh, das tut der Armee nicht gut, weil du halt eben auch deutlich besser bannst. Ja. Und Chicken Hero hat man dich nur noch genannt, oder? Und auch die Nummer, die zum Beispiel Gopfsprach, tut der Armee halt jetzt richtig weh. Dadurch, dass du halt Primal Dice reinlegen kannst. Also ja, ich will sie auch mal demnächst mal wieder testen, ausspielen, aber ich sehe sie auch aktuell auch eher im Low B. Na, ich habe es jetzt Leider. hinter Stormcast sogar gepackt. Jo. Nochmal, also Model Count bei mir, Pings, ja, okay, Pass, Wunds, ja, ist okay. Aber es ist nicht hoch, es ist okay. Trickkiste bei Storm, bei Teens sage ich low. Es gibt eine 18 Zoll Threat Range und das ist in der Hero Phase. Und darüber hinaus gibt es wenig. Citrull und so, also Ja. und Auto Blizzard immer, also Ja. klar ist Ich finde aber die Trickkiste 18, schon 18, gut. ich finde sie okay. Nicht niedrig, aber auch nicht zu hoch. Mobilität hast du auch nicht viel. Als Tzeentch hast du fast gar keine Mobilität. Und für mich reicht einfach diese 18 Zoll Bubble gegen Fernkampfarmeen nicht, weil die nehme ich weg. Und für Nahkampfarmeen ist es mir zu wenig. Gegen Riesen reicht es nicht, gegen Skaven reicht es nicht, gegen KO kommst du nicht ran, gegen Overlords hast du ein Problem mit der Spellpower, geht's recht, der Maschine gar nicht. Also ich von Ja. mir leider. Auch wenn es natürlich auch eine coole, stilvolle Armee ist, erstmal von der Spielweise her, mit den Destiny Dice und so, für mich wäre da die Einschätzung sogar hinter Stormcast, weil auch so Long Strikes zerlegen die Armee mit. Problem ist halt auch ein bisschen, manchmal, es gibt ja bei Tzeentch immer diesen Augenblick, da muss dieser Spell jetzt kommen, gefühlt. Ja. Und jetzt gibt es zu viele Tools, dass dieser Spell verhindert wird. Und das ist halt, glaube ich, so das Kernding. Richtig. Gibt auch sehr viele Auto-Anbinds, muss man ja auch einfach mal sagen. Ne? Ja, Ein Korn macht den also wenn du da oben Auto-Anbind. guckst, Es gibt viele Leute, die Lumines das machen können. Ja. auch. Also KO kann ja ein Ja. Auto Stormcast anbinden. auch. In Kentor spielen auch viele. Stormcast, Lumines, Das ist schon ja. crazy. Croak, Spielfeld weit Bann, zählt ja auch schon eigentlich dazu. Also ist nicht so einfach. Ja, sehe ich Selbst auch der so. Skakot hat plus eins aus Ja, Bann. finde ich auch. Ja, das ist so. Also haben im Moment echt viele schlechte Matchups und das macht es halt leider etwas schwach aktuell. Schade eigentlich, ne? In der Zauberedition, das Zaubervolk sieht man Ja. nicht. Also Wie ist ist es mit Battle Tactics? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen jetzt bei Tzeentch. also fand ich immer sehr gut. Okay. Weil auch mit der Einschränkung vorher waren sie sehr gut, weil du auch sehr viel mit Zaubern Battle Tactics machen kannst. Dadurch, dass du jetzt viele Mechaniken hast, um die zu denyen, ist es natürlich auch deutlich schwächer geworden. Also es ist halt auch ein Nerf. Weil vorher hattest du eine, fand ich, eine ganz gute Bandbreite einfach an Battle Tactics, die du einfach so ohne Interaktion mit dem Gegner einfach gemacht hast. Ja. Ich Aber glaube, dass sie die eigenen immer noch sehr gut erfüllen, aber Ja. die Standard-Battle Tactics da Ja. eher so ein Problem Ja. sind. Wer Die will sind denn da schwächer. Left into the Maelstrom machen, zum Beispiel? Ne? Ja, Also, geh einfach genau. nicht. Surround and Destroy, wer soll denn da hinlaufen? Da kannst du höchstens so die Screamer spielen und das mit denen halt irgendwie machen. Oder Tangos Enlighten, aber die willst du da nicht stehen Ja, lassen. Die aber willst mal zum Beispiel, Magical Dominance ist in der Armee am schwierigsten. Weil du willst ja einen Zauber nur machen. ja, eben. Du willst ja durchcasten. So, das ist. Das ist schon Ja. crazy. Okay, passt so für euch die Einschätzung? Gut, dann sind wir Jetzt im super. Endspurt. DOK, sehr spannende Armee.
Eieiei, kleine Liebhaber. Hier drüben sind sie, meine kleinen Damen. Sitzen alle neben mir und gucken. Ja, haben wir ja auch tatsächlich die letzten Tage schon drüber gesprochen. Ja. Ja. Aber Einschätzung, Model Count, ich glaube, Model Wound Count, ich glaube, die Armee fast mit dem niedrigsten. Ja, also Niedrigsten. unter 100 haben die, also Ja, 80 Gefühl. ja. Dog Love, genau. Colin war eigentlich auch völlig überrascht gewesen, dass ich so gesehen Hat habe. Colin heute Donnerstag noch gespielt, Ja, ich ja. gestern, sehr gut. Ja, also Model Count ganz unten. Trickkiste, D-OK, sage ich. Hi. Also, Trick ist für mich Mobilität. Viele Einheiten, die einfach anstatt bewegen, porten können. Für mich ist Morati auch eine Trickkiste. Du kannst sie irgendwo reinstellen, kannst du drei Wunden kassieren, kannst die Armeen blocken, du kannst schocken, du kannst immer porten, Pile bauen, zum Beispiel das spielen. Für mich ist die Trickkiste bei D-OK hoch und die Battle Tactics Sehr. vermutlich fast so gut wie die von KO. Also, Battle Tactics sind bei D-OK sehr, sehr stark. Ja. Und die Grand Strategy darf man auch nicht unterschätzen. Ich glaube, das ist fast mit die beste, vielleicht neben der von Siege noch fast, aber mit fand ich die beste Grand Strategy, die es halt gibt, ne? Mit jedem Ja, Mal außer gekämpft haben oder alles tot. einfach die andere ST-Armee von Black Grave Lords, die haben auch Zuckerglätze. Okay. Gut, dann sind wir die Punkte durch. Dann mal gerne ins Eingemachte. Ach, Flo, fang du doch mal an. Boah. Ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, Low B. Nach dem Spiel gestern, hören. Ich würde es aber trotzdem irgendwie ans untere Ende von High B setzen. Oh, jetzt müssen wir diskutieren. Jetzt können wir diskutieren, ja. Also, Ich sag, ja. wenn vor Flesh Eater Core. Vor Fasci, da sagst du. Oh ne, Ja. da würde ich. Oh geil. Jetzt haben wir über richtig krasse Meinungen, die auseinandergehen. Aber wobei, ich muss wieder zurückrudern, weil ich denke schon wieder in Teams. Aktuell ist das immer ein bisschen schwierig, Ja. weil es darum aktuell fast nur geht im Kopf. Nichtsdestotrotz sage ich, ja, okay. Die haben Ja, halt auch warte. viele harte Mismatches, ne? Genau, die haben sehr Interstate viele. Darkness. Die haben viele Mismatches und wenn jemand, also wenn die Armee dagegen gut funktionieren kann, also da bist du bei D-OK auch sehr schnell weg vom Fenster. Ne? Also wenn du mit Morati zum Beispiel gut umgehen kannst und fast alle Armeen spielen mit Morati, die neue Heldin hat vielleicht eine neue Spielweise ohne Morati, kann man dann diskutieren, wenn die mal komplett alles draußen ist und Listen kennt. Für mich ist es, für mich reicht es auch nicht für wenn ich mit Ogre vergleichen würde, also das einzige gute Argument, was für mich für Hype sprechen würde, wäre, dass du mit D-OK eigentlich fünf Battle Tactics machst. Und selbst wenn du am Ende getabled wirst, wenn man jetzt so argumentiert, Ja, scorest du Brainsplit. vielleicht in der letzten Runde nicht, aber du schaffst trotzdem deine Grand. Also ich finde, du kannst mit der auch immer sehr gut deine Punkte fahren und du kannst auch sehr gut die Gegner irgendwie, du hast einen enormen Damage Output, muss man natürlich auch sagen. Also ich würde Und sie entweder hinter den Ogre Mortal ziehen, noch im High B-Tier oder richtig. als Anführer von Low B, irgendwo dazwischen. Also dann sage ich Hi B-Tier, weil aus folgendem Grund, du kannst sie mit Fernkampf spielen, was viele nicht mehr so auf dem Schirm haben. Du musst nicht aggressiv spielen mit dieser Armee, um zu scoren. Das ist Ja. halt das Ganze. Und so kannst du auch in gewissen Matchups es so kalkulieren, dass Morati, ich sag jetzt mal frühestens in Runde 4 sterben würde, vielleicht. Weil du hast ja auch noch Finest Hour und so, ne? Und dann kannst du sie gut platzieren. Und dementsprechend. Also, sie sind auf jeden Fall stärker als Tsinch, Corliss, Ja. Iron Jaws, Nighthaunt, Ja. Planesh, also, ja. Aber okay, lass uns mal kurz das Spiel weiterspielen. Die sind besser als Low Beer. Okay, machen wir mal diesen Schritt weiter. Sind sie besser als Ogre Mortraps? Ich Boah, sag ja. ich sag jetzt eigentlich auch ja, weil wenn du überlegst, du nimmst jetzt eine Bode-Head-Liste. Morati geht rein, die stehen alle, die kommen gar nicht voran. Und Und wenn dann schießen, du schießt Heldenfarbe, sie. nochmal schießen und dann ist auch schon wieder einer weg. Ja. Ja, wenn du natürlich die Ogerkanonen spielst, dann hast du natürlich trotzdem ihr Problem. Ja, Ja, gut, wo aber war ist außerhalb von 24 erstmal mit den Bowsnakes oder außerhalb von ich? 30. Du kannst teleportieren, der Gegner nicht. So, dann kommt Morati, die sagt: Ja, egal wie viel Schaden du machst,
erstmal machst du nicht mehr als drei. Ja, ja. Dann bindest du dich in Nahkampf und dann, worauf willst du schießen? Mhm. Und dann kannst du auch mit den Schlangen nach vorne gehen. Also bei DOK muss man es natürlich auch trotzdem, man muss Age of Sigma verstehen, wie das Spiel gespielt wird, und dann kann man DOK gut spielen. Keine Frage. Ne? Ich glaube, das DOK ist ähnlich wie Sylvanas tatsächlich, aufgrund von der Modellanzahl. Ja. Ne? Weil jede Unit, die du verlierst, tut enorm weh. Ja, aber die sind auf keinen Fall vor Sylvanas. Da gehen wir alle zusammen mit. Gut. Ja. Also jetzt können wir diskutieren, sind sie hinter Ogre Motives? Ich sage jetzt nein. Für mich vom Gefühl, auch weil ich Lumia selber schon mal gespielt habe und mit DOK fühlt es sich für mich besser an, die zu spielen, würde ich es jetzt hier festsetzen. Ja, würde ich fein. Boah, starke Einschätzung. Alter, ist das eine geile Tierlist, Leute. Junge, halt euch fest. Wir kommen in die Top 5. Wir kommen in die letzten 5. Cities of Sigmar nach dem Update Battlescroll, wo man vielleicht jetzt eine andere Meinung zu der Armee generell hat. Model Count, Cities, High, Trickkiste. Ja, schon. Ja, kann man schon. Mittel? Die Trickkiste auch ganz solide. Ja, doch. Also da geht schon ein, also Pontifex, ja, Counter. Ja, richtig, richtig. Ja, ja, ja. Die ganzen Order, die du verdeckst, sind nichts, wo zwar jeder weiß am Ende, was du genau machst, aber ja. Gibt viel. So. Genau, Common Core CP Clown auf die 4 Plus, gibt ja schon coole Sachen, die du irgendwie hast. Das Problem ist die dritte Sparte, in der wir ranken, auch mit Battle Tactics. Dass sie da nicht so gut aufgestellt sind, sag ich mal, wie unsere anderen Top-Armeen. Ja. Also. Und ich kann leider nur von Hören und Sagen sprechen. Ich habe schon gespielt, habe auch schon selber mich damit ein bisschen befasst, habe es auch hier stehen, alle in OVP-Boxen. Liegen sie alle noch hier, mein Baby noch nicht zugekommen zu bauen. Kein S-Tier, kein C-Tier. Den Fusiliers fand ich sehr, sehr stark. Die Liste mit denen, durch den Nerf, sage ich jetzt auch, Fusilier-Liste, ist jetzt für mich deswegen auch leider, ist für mich kein A-Tier. Jeremy. Nee. Aber höheres B-Tier auf jeden Fall, würde ich sagen. Würde ich auch so sehen, ja. Ja, und wo schieben wir die jetzt da rein in unsere Achse der Verzweiflung? Hab ich glaube ich, ja. Das Ding ist, ich habe es halt selber noch nicht, also ich habe, es ist alles nur Theorie quasi bei mir, von meiner Einschätzung. Ich habe natürlich auch mit Manu schon ein bisschen drüber gesprochen und Paddy, weil Paddy das ja aktuell auch spielt. Ich würde hinter Fack auf jeden Fall. Hinter Slaves auch. Oh, hinter Slaves halt. Ja, das. Aber, ja. Wenn wir nur von der Varangard-Liste ausgehen, dann scheint. Ja, also ich habe hatte ja auch mit Paddy da kurz drüber gesprochen und da meinte er, seine Ritter sind schlechter als zum Beispiel meine Ritter, ne? Aber dadurch, dass du natürlich nochmal die Varianz hast und auch was anderes spielen könntest, wie Fusiliers und sowas und weiß ich nicht, ich glaube, das nimmt sich tatsächlich dann nicht so viel. Ja. Und du kannst sie natürlich komplett anders spielen, ne? Und klar, ist genervt, aber ja. Ja, dafür klaust du mit Slaves to Darkness nicht auf die 4 plus ein CP. Du hast keinen Pontifex, der die kleinen Helden anknallert. Ja. Du hast keinen Countercharge. Also, ne, der Paddy, der ist auch immer ein Schwarzmaler. Ne? Also, da muss man auch dazu sagen. Ja, ja, ey, das muss man ganz vorsichtig anfangen. Ja, ja. Aber von mir aus können sie da stehen. Also, da könnte ich schon. Gut. Die nächste, ich glaube, da können wir ganz schnell vonstatten gehen. Ich glaube, das ist eine Armee, die wahrscheinlich auch komplett rausfällt. Machen wir die Bounce-Spillers einfach mal bei Schmutz rein. Das ist die Armee, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Und morgen alle. Die bei GW beim letzten Meta-Update doch gar nicht mehr gerankt, ne? Ja, die fallen jetzt raus, also können wir die einsortieren, sind auch nicht konkurrenzfähig. Aber schade eigentlich. Oder? Schade eigentlich, ja. Ich hab mal einmal ein Lore-Video dazu gesehen, wo dann gesagt wurde, die Rüstung, die sie tragen, ist wenn von irgendwelchen Monstern, die sie erschlagen haben und so, eigentlich richtig cool. Auch so, wie man sich so Orks vorstellt, aber ja, keine Liebe und auch die Modelle. Ultra alt.
Ja, der Matthias Brinkers hat die gezockt, da dachte ich, alt. Also, aber ich dachte, Serapon-Modelle wären alt. Aber die haben eins der schönsten Model-Ideen, die es je gegeben hat. Und zwar, wie zwei Orks zusammen so einen riesen Speer oben tragen. Und du kannst dir die beiden angucken, wie sie bildlich miteinander kommunizieren. Der vorne sagt, wo sie hinrennen, in welches Monster, und der hintere, der gibt das Tempo an. Und dann, hey, in den Drachen, in den Riesen, okay. Die zwei, die sind, das finde ich so eine geile Model-Idee, die zwei. Gut, machen wir mal weiter. Jetzt kann ich unten nichts mehr, doch, mache ich einfach nebenbei. Beasts of Chaos, auch irgendwie so ein kleines bisschen von der Bildfläche auch, verschwunden irgendwie, diese Bulgor-Spams, die dann immer so gab und geil und wegballern und Manu auch gespielt, krass, Philipp. Aber irgendwie Beastman auch deutlich nachgelassen, obwohl sich da eigentlich nichts verändert hat. Also, dass Beasts of Chaos nach Old World kommt, den League gibt es, glaube ich, jede Edition. Da glaube ich noch nicht dran. Für mich ist Beast of Geld auch, also ich liebe die Armee grundsätzlich eh, aber irgendwie noch eins der großen alten Schätze, die Games Workshop in dem Fantasy AOS Universum hat, glaube ich noch nicht dran an solche Aussagen. Weil dafür ist das, dafür gibt es sehr, sehr viele Beastman-Liebhaber in AOS, also glaube ich noch nicht dran. Also ich hoffe auch, dass es nicht stimmt, denn ich habe tatsächlich mir auch ein paar Modelle zugelegt, weil ich habe ja immer so Themen im Kopf, wenn ich eine Armee anfange, und da dachte ich so an Narnia. Und ich fände es super schade, wenn die aus dem Spiel verschwinden. Also, ja. Also vor allem, ich. Weil sie ja so einen großen Turn bekommen haben. Ja. Die Spielweise vorher mit Drachen, Ogern und den ganzen Geschichten. Ja. Und dann zu diesem, ich stelle gar nichts auf die Platte. Ich weiß noch ganz genau, wir waren im ersten Bootcamp für die Worlds. Der Battletome war eine Woche oder vier Tage draußen. Manu hatte alle Modelle dabei. Und dann haben wir wollten alle dagegen spielen, weil keiner wusste, was passiert denn da eigentlich. So wild. Und ich fände es einfach nur schade. Beast of Chaos im Teams stark und ich sage auch im Singles stark. Können gut scoren, haben den Schaden, wenn sie wollen. Und du musst halt erstmal dagegen spielen können, ne? Ja. Also Model Count ist nicht mehr so hoch bei Beastman, war es früher, ist jetzt nicht mehr. Trickkiste hoch. Ja. Battle Tactics, weiß ich gerade gar nicht. Also du kannst, schau mal, du kannst easy Intimidate scoren, du kannst easy Surround scoren, weil du gehst einfach in Turn 1 oder Turn 2 gehst du runter und im nächsten Turn scorest du dann. Packst sie einfach in die hinterste Ecke, die Einheiten. Dann haben die haben noch so eine zwei oder eine eigene, die super leicht sind, also, und du kannst zum Beispiel, das habe ich jetzt auf TTS gesehen, die Grand Strategy, dass der Magier, dein General, überlebt. Wenn der Gegner keinen Beschuss hast, stellst du den in die Ecke und also du misst vorher, stellst den Schrein auf, so dass der Magier dahinter platzierbar ist, und dann steht der da, und weil das weiter als 3 Zoll ist, kann der nicht sterben, wenn du keinen Beschuss hast. Zum Beispiel. Interessante Technik. Ja. Habe ich da. Also, Beastman verkörpert aber die richtig geile Hinterhaltstrategie, wie sie ja auch eigentlich. Mit dem Schießen oder so. Ja, du kannst die Hero-Action außer vom Spielfeld machen, ist ja auch irgendwie abgefahren. Ja. Also. Wie gut sind sie denn? Ich finde halt, das Schwierige bei denen ist halt, dass die Bulgor-Listen halt wirklich voll auf dem Double-Turn gespielt wurden. Und da gab es halt immer so Hop oder Top, ne? Also wenn das alles klappt, dann ja, bam, dann ist der Gegner vielleicht im Prinzip von der Platte genommen. Aber teilweise, wenn das nicht klappt, dann ist das Echo halt sehr hart. Und das Pendel schlägt irgendwie in die andere Richtung. Was ich jetzt auch super interessant fand auf dem Teamturnier, war diese komplette Chaos-Spawn-Liste. Vom Tobi, mein Teamkollege, jawohl. Super stark. Also man kann es auch anders spielen. Ja, ich finde die nach wie vor echt ganz gut. Ne? Ist halt auch aber trotzdem sehr swingy. Ne? Du kannst dich nicht unbedingt drauf verlassen, dass er immer gut performt. Ja. Ja. Ich würde sie aber
Oh, jetzt wird's. Also, das war schon eine gute Idee, dass wir das nochmal in dem einzelnen Tier ranken. Ja, ne? Weil ich hätte sie einfach, also, wenn wir das nicht hätten, hätte ich gesagt, Hi, B-Tier. Ja. Schick it. Wie ja. Schon so immer so. Aber du siehst ja, wie groß B-Tier geworden ist am Ende. Ja. Aber wo in dieses Hi, B-Tier ist jetzt die Frage. Ich kenne halt Manu in Top-Performance mit denen und Daniel Brinker in Top-Performance mit denen. Und die sind damit halt echt super stark unterwegs. Ja. Und das ist aber ein springender Punkt, weil wenn du den, und so muss man ja auch ausgehen, wenn der Plan der Beastman aufgeht, dann geht der auf. Ja. Vorbei, ja. Und dann schnackelt es richtig. Wenn er nicht aufgeht, bist du halt auch eine Glaskanone mit der Armee mittlerweile. Aber dann kannst du den Gegner auch so ziehen und oder Mortal Wounds, wenn der kleine Held falsch steht und also, das hast schon echt viel. Also ich finde, ich würde sie auf jeden Fall vor Cities packen, hätte ich jetzt so. Wow. Beispiel. Also auch vor Silvernef. Ja. Okay. Rein vom Scoring und so, weil denkt immer dran, wir gehen jetzt davon aus, du ein Spieler, der die Stärken dieser Armee auch ausspielen kann, spielt damit jetzt. Aber das darfst du ja bei allen argumentieren. Und da sage ich, dass Beastman eine Schwierigkeit hat, weil Beastman will auch Low Drop rein und gewinnen. Wenn aber dann nicht, wenn das rein... Ich sag, man spielt nicht mehr so zum Beispiel. Ich sage zum Beispiel auch, Bulgos ist nicht unbedingt mehr das Ding in der aktuellen Phase. Sondern du spielst richtig auf Masse und knallst alles voll und scorest einfach schön und fett und schießt einfach zum Beispiel mal so 20 Bestigors oder 30 Bestigors einfach auf den Marker, damit der Gegner den nicht scoret. Und dann sterben die, ist egal, weil dann kommen die nächsten 20 Ungors oder Ungor Raiders wieder hinterher. Reicht für mich nicht. Reicht für mich, persönlich reicht das nicht, um besser zu sein als DOK, Silbert oder Deepkin. Mit Luminate Ogre argumentiere ich damit. Der ist auch für mich. Jetzt, wir haben ja die Deepkin dahin gepackt wegen Heilliste. Ja. Ich sag, die Heilliste gegen Bock ist schwierig. Weil du schießt aus dem Ambush, knallst du einen Hai auch mal weg. Dann ziehst du den irgendwie ran. Die Haie können nicht screen, was, ne? Also. Kannst du aber in der ersten Runde alle Haie in die Mitte vom Spielfeld bewegen, dann ist Feierabend. Ja, gut, und wie scorest du dann? Ja, bei den Zielen. Ja, das ist jetzt schwierig. Also, ja, ist ein guter Punkt, das ist cool, wenn wir mal Unstimmigkeiten haben. Tiermenschen einschätzen ist auch sehr, sehr schwer. Wir müssen uns auf was committen, da wir jetzt aber drei Meinungen... Wir haben ja schon auf richtige Tier committed, so, genau. Würde ich sagen. Da sind wir ja alle komfort. Genau. Jetzt kann der Flo nochmal... Also, ich bin jetzt hier. Tristan würde sagen, vor Cities. Und jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt. Ich tue mich halt schwer, so vor Silvernef zu setzen, aber ich würde so wahrscheinlich sogar einen nach links noch setzen vor die UK. Dann einigen wir uns, das ist ein Schritt mehr auf den Tristan zu. Passt. Gut. Kommen wir zu Big Wag. So, jetzt kommen die letzten beiden Banger. Big War. Der ein oder andere da draußen würde sagen, wow, sie wurden ein bisschen genervt, aber Leute, ich habe da jetzt auch schon wieder gespielt gegen vor 2 Wochen auf dem Turnier. Also die sind immer noch geisteskrank, dumm, stark. Ja. Die Battle Tactics, also nach unserem Ranking, Battle Tactics easy, Grand Strategy easy. Ja. Model Count Wounds ganz hoch. Ja, Tricks auch hoch. Also, du hast ja alles in dieser Armee. Du hast den Vogel Prophet, der dich anstarrt. Du hast einen Blizzard auf jeden Fall drin. Du hast diesen riesen Geier, wo du aufpassen musst, wenn du dagegen zauberst. Du hast super Nahkampfdinger. Du hast einen Megaboss, der... Und also, diese ja. Armee ist wie so ein... Wie gesagt, was gab es denn früher Cooles? Diese Wundertüten bei Edeka oder so für 3-4 Euro. Mit dem Heft, weißt du, wo man immer, Mama, kann ich bitte sowas haben, weil da irgendwas drin war. So fühlt sich diese Armee an. Die hat auf alles eine Antwort, wenn man will. Und du kannst da alles drin spielen. Also eine der ganz wenigen Armeen, wo du sagen kannst, wie wack, ich packe alles rein, weil die Buffs und die Synergien einfach von alleine funktionieren. Ja. Und dann dieses +1 to Hit, +1 to Wound. Ja. Dann läuft gefühlt diese ganze Armee auf die 2+2+ darum. Also da denkst du dir auch, wofür würfelst du denn überhaupt noch? So. Ja. Und jetzt habe ich aber eine Frage dazu. Also du sagst, die Einschätzung von euch beiden ist? Also ich sag vor Riesen. Hätte ich auch A-Tier vor Riesen, aber nicht S.
Weil du musst auch trotzdem auf einige Hardhitter sehr aufpassen. Die können ja auch ganz schön rausgenommen werden, so Brutes und sowas. Und es ist jetzt nicht Auto-Win mit denen. Ne? Also Genau, du du musst es auch auch, spielen. Ja. Du genau. Und das musst du kann ja spielen auch können. gut gemacht werden und dadurch kein S-Tier, aber ich würde es auch noch vor Riesen sehen. Top, das ist sehr stark. Sehr gut. Das war genau meine gleiche Meinung. Für mich Also reicht es ganz wichtig, für Entschuldigung, ja. S-Tier-Armeen muss man natürlich auch spielen können. Ne? Auch so eine Immer. Seraphon-Armee Ja, ist keine ja. No-Brainer-Armee, Nein. aber. Auch Korn. Wenn du Korn nicht spielen kannst, Ja, die kommen dann jetzt gehst noch, du ne? Guck mal, kaputt. da fängt er schon an. Ja. Aber können wir uns kurz auf einigen, Big Wag. Genau. Sehr starke Armee. Top A-Tier. Für S-Tier reicht es nicht, weil es gibt Armeen, die können damit handeln. Ne? Also Magie-Heavy-Armeen. Starborn selber als Vergleich können gut mit Big Wag umgehen. Weil du bist nicht schnell, du kommst da nicht schnell rein. Du verlierst deinen Helden recht zügig. Also ich finde, die Anziehung da ist top. Auch trotz des vermeintlichen kleinen Nerfs, den es jetzt gab für Big Wag, ist top. Was halt So. einfach schade ist, was wir vorhin schon mal einmal angesprochen haben, Big War, oberes A-Tier und alle anderen Fraktionen, die man in Big War spielen kann, ich klammer jetzt mal Gitz aus, weil die kann man auch da drin spielen, aber ist nicht der Regelfall, sind halt viel weiter unten und ich finde, das sollte eigentlich oder sollte nicht so sein, was Flo vorhin auch mal meinte, jede Unit ist in Big War irgendwie stärker. Und man hat doch schon die Stärke, dass man alles zusammenspielen darf. Also, wieso sind die Einheiten auch noch stärker? Das finde ich so. Ach, das Wie geht in eigenen nur. Funktionen und das ist schräg. Ja, Ja. es ist wirklich schräg. 4 Monate noch, dann sind wir alle gespannt, was damit passiert. Jawohl. Man muss dazu sagen, Big War gab es früher auch schon und hat trotzdem auch keiner gespielt. Das hat sich jetzt erst so entpuppt. Ne? Also daher. Kommen wir zur letzten Fraktion. Noch ein Liebhaber, der hier bei uns im Bild sitzt. Ganz großer Fan, wahrscheinlich, könnte wahrscheinlich mit einem der Lieblingsarmeen von ihm sein. Mr. Gildo. Blades of Khorne. Und Blades of Khorne ist eine Armee, die war jahrelang in Age of Tot. Sigmar, seit 2015, mit einer der schlechtesten, die es immer gab. Wo ich angefangen habe, wurden die Leute also nicht ausgelacht, aber ihr wisst, wie ich das meine. Aber da, ne, da wurden die Leute ausgelacht, wenn die mit Korn zum Turnier gefahren sind. Ja. So, unsere Kategorien. Ein allerletztes Mal heute Abend. Wir sind schon gleich durch, endlich. Model Count, Wund, Korn, super hoch. Trickkiste. Gibt keine besseren. Ja, Super. alle. 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 Chuck Norris-mäßig, würde ich Chuck sagen. Norris-mäßig. Battle Tactics eigene Mittel. Mittel, genau. Aber Grand Strategy quasi easy. Oder was heißt easy, aber relativ easy. Wenn du die Grand Strategy nicht kriegst, dann wirst du das Spiel sehr wahrscheinlich eh verlieren. Und da wir von Singles ausgehen. Für mich gibt es nur eine Platzierung, da würde ich auch keinster Weise mit mir diskutieren Nee, lassen, für mich, aber. warte, doch, es gibt drei mögliche Platzierungen für diese Armee. Innerhalb einer, ja. Ja, und ich bin sehr gespannt von euch beiden. Ich habe eine Meinung und ich bin sehr auf eure gespannt und ich beginne mal mit der vom Korn-Experten Florian. Und auf welchem Platz kommt die denn im S-Tier? Eieiei. Ich würde sie sogar wirklich an erste Stelle setzen aktuell. Tristan? Ja, ich auch, aber auch natürlich aufgrund dessen, ich habe dieses Matchup gespielt. Ich habe ja Soulblight aktuell spiele, ich habe gegen Tobi gespielt. Und natürlich müssen wir nicht drüber reden, der Tobi ist einer der, wenn nicht sogar mit der beste Spieler, den wir so in Deutschland haben. Das ist auch seine Herzensarmee und das merkt man. Aber diese, wie gesagt, diese Tools nochmal. Ja. Also wenn man denkt, dass Soulblight gute Fähigkeiten hätte, ja, die holen Modelle wieder. Und ja, die können vielleicht einen Countercharge, aber Korn. Also da könnten wir jetzt eine Stunde drüber reden, was die alles können mit ihren Prayern und immer diese ständige Prayer rerollen und der Bloodthirster Strike First, der ignoriert Wards. Skarbrand brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Das ist so viel, was diese Armee kann. Und jetzt auch in dieser Meta, wo die sagen, ey, Doppel 1, Doppel 2 und was ist Ja. es noch? Doppel 4, Miskas. Also für mich auf jeden Fall auch an erster Stelle. Da Perfekt. ist jetzt auch noch diese Battle-Taktik.
die neue Karte. Und jetzt kommt die anderen das, genau. Armeen wurden alle genervt. Entschuldigung, ja? Alle anderen Armeen wurden genervt, auch die da oben, aber Korn wurde nicht angegriffen. Perfekt, also ich habe mich gedanklich so auf das Gespräch vorbereitet, als ich eben das gesehen habe, und zwar folgendermaßen. Wie spielen sich Korn gegen Nahkampf-Armeen? Gut, die wollen den Nahkampf, die profitieren von vielen Kills, mehr Beschwörungspunkte. Wie spielt Korn gegen Fernkampf-Armeen? Einheiten sterben und die haben 5er Ward, weil du von außerhalb bist. Also haben sie was dagegen. Und wie spielt sich Korn gegen Magie-Heavy-Armeen? Gut. Ja, können Beschwörungspunkte gerne. Ne? Und jetzt hast du diese drei, gut, du könntest jetzt noch eine Mobilitätsarmee packen. Korn ist auch super mobil, hohen Move. Also die kann damit agieren. Und du hast diese vier Charakteristiken in AOS jetzt mal zusammengefasst und die haben auf alles eine sehr gute Antwort. Man kann diskutieren, ob Korn da ist oder eins weiter rechts, ob Soulblight die wahre Nummer 1 ist. Das ist jetzt alles, finde ich, Geschmacksfrage. Sie ist eine brutale S-Tier-Armee und ich finde, sie gehört auch vor Starborn. Und Korn ist, finde ich, die Armee, die kann auf alles eine Antwort geben. Und selbst wenn es auf dem Spiel auf den Socken gibt, können die beschwören, die können die Punkte anders nutzen. Sie können auf sehr viele Battle-Tactics denyen, die können auf alles reagieren und immer eine Antwort haben, ist, finde ich, sehr, sehr stark. Was, den kann es natürlich auch mal passieren, wenn ein Fernkampf kommt, kann es denen auch irgendwann mal wehtun. Also das ist ja so, das würde ja sonst bedeuten, sie wären unbesiegbar, aber das sind sie auch nicht. Aber einfach auf Fragen, die gestellt werden, Antworten zu liefern, können sie. Und es ist einfach so frustrierend, wenn du eine Nahkampfarmee hast, die Screen-Units hat, die auch noch bannen können, ne, die Hunde, die Flashhounds zum Beispiel, dass du die vorne hinstellst und sagst, ey, fang an, dann sterben die und dann schmeißt der entweder so einen blöden Kometen auf dich und dein Held steht in der letzten Reihe und bekommt trotzdem Schaden, oder die sagen, okay, warte ich mal noch, aber nächste Runde bin ich mit meinem Skarbrand im Nahkampf und der kämpft einfach mal in der Heldenphase. Oder du sagst, ey, jetzt hätte ich mal Bock auf 20 Blattletter und dann kommen 20 Blattletter. Also, wie du schon sagst, du hast eigentlich ist perfekt gesagt. Zu viele Tools und ja. Und das finde ich eigentlich ganz schön, auch damit jetzt zum runden Abschluss des heutigen Abends. Korn ganz oben mit dabei und deswegen würde ich es auch sehr gerne sehen, weil diese Armee hat es auch absolut verdient, in der Geschichte von Age of Sigma auch mal da stehen zu dürfen, weil sie starten eigentlich immer auf der anderen Seite, nämlich. Fast immer ganz ähnlich unten. Wie die Gitze, ne? Also ähnliches Argument, das stimmt. Volle Kanne. Gut, hiervon mache ich nachher nochmal einen Screenshot, balle das nochmal rein als Andenken. Also wir haben jetzt schon sehr, sehr spät. Nichtsdestotrotz, vielen Dank, Chat, für die ganzen Gespräche. Kann ich jetzt viele, viele Namen mir vorheben, die da schön fleißig mitdiskutiert haben, die auch sehr viele starke Meinungen haben. Richtig, richtig cool, mega Spaß gemacht. Vielen Dank, Tristan. Tristans Tabletop Talk, wie gesagt, YouTube-Kanal von jedem. Vielen Dank für den Input, den du hier heute mit reingehauen hast und uns bei dieser Meta-Tier-Einstufung, dass du uns da begleitet hast und deine Expertise mit rausgehauen hast. Und zu guter Letzt an einen sehr, sehr großen AOS-Spielpartner von mir mittlerweile geworden, der Florian. Sehr, sehr geil, super aktiv geworden. Auch bei uns auf Twitch immer zu sehen, mit seinen vielen Armeen, die er mittlerweile hat. Also vielen Dank euch beiden für den sehr coolen, informativen Abend, muss man ehrlich sagen. Wir haben sehr viel gesprochen, hat sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Input. Und ich hoffe, alle, die das jetzt mitverfolgt haben oder alle, die es natürlich noch im Nachgang anschauen, ihr könnt damit was mitnehmen, ihr könnt da gerne was rausnehmen. Nochmal der letzte Hinweis, das ist alles eine Einschätzung von uns. Da gibt es kein richtig, kein falsch. Jeder kann eine andere Meinung haben. Da gibt es keine bessere, keine schlechtere. Unsere Meinung ist genauso gut wie von jedem anderen auch. Und ihr könnt das sehr gerne auch kommentieren. Könnt da sehr gerne auch eure Meinung reinschreiben, wo wir vielleicht vollkommen daneben liegen. Oder wo ihr es anders seht, können wir sehr gerne in den Austausch kommen. Wir werden das auch nochmal gerne, das fertige Bild jetzt nochmal posten. Und hoffentlich noch alle gemeinsam eine schöne AOS 3.0 Zeit haben. Jawohl. Und dann AOS 4.0 ist in den Startlöchern und dann gucken wir mal am Sonntag beim nächsten Stream, was da passiert gegen die Ogre, gegen den Nighthound, und dann gucken wir, was auf der Depticon passiert und dann quatschen wir und dann kommt nochmal Rock'n'Rumble Gewinnspiel, Rock'n'Rumble Video Talk zu letztem Jahr und für nächstes Jahr.
So, jetzt habe ich auch nochmal viel geredet für den Abschluss. Also vielen herzlichen Dank. Gerne auch mal ein Abo und Like da lassen. Wie gesagt, auch freuen wir uns natürlich über jegliches Feedback, jede Kritik, jegliche Anregung und für jede, ja, für jedes Like, für jedes Abo, was ihr da lasst. Danke. Ja, danke. Macht's gut. Tschüssikowski Jawohl. Ciao, und ciao. gutes Nöchtle.